Tja, dann lass uns mal die nächsten eine Stunde 50 Minuten hier ein fröhliches Potpourri machen. Ja, los. Na dann. Guter Einsatz. Oh, jetzt bin ich dran. Ja. Läuft das Intro schon? Kann sein. Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, ich auch. Hallo. Ich bin dran. Es ist der 10. Februar. Es ist der 10. Februar 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört viele Stimmen. Die jetzt redet, ist die von Martin Rützler. Und der ist nicht allein im Sendegarten. Ja, das ist ja sehr ohrenfällig. Was ja auch wieder sehr gut ist. Die Mannschaft, Frauschaft vom Sendegarten hat sich versammelt. Und ich hörte gerade die Stimme von Claudia, ganz überraschend. Guten Abend, Claudia. Hallo. Was heißt denn hier überraschend? Ich habe euch vorhin geschrieben, ich komme nach. Ja. Da. Ich las es. Ich las die Nachricht, da stand irgendwie vor 7 Minuten geschrieben, ich komme 5 Minuten später oder irgendwie sowas. Aber das war noch vor 8 und du sagtest nach 8. Also insofern ist das mit den 5 und 7 nicht unmittelbar in Bezug zu setzen. Ja, aber es geht sich fast aus. Also es ist jetzt 11 nach und nicht ganz 12 nach, aber sonst wäre 5 und 7. Das würde sich ja schon fast ausgehen. Wow, und in der Quersumme sogar auch wieder 12, also unglaublich. Schwierig, ja. Die Summe und die Quersumme, das ist wow. Bei 2 Zahlen? Hm. Ja, Summe und Quersumme, wenn man die... Ja, wenn man sie in waagerecht addiert, ist es immer die Quersumme. Ja, da ist was dran. Okay, ja, also herzlich willkommen, Claudia. ich bin gar nicht überrascht, dass du da bist. Wie schön. Etwas länger reden wir schon mit der Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Sie hat nämlich ein besonderes Headset, über das sie aber nicht redet. Aber über was redet sie denn dann? Sie wollte heute mal nicht über Technik reden, hat sie gesagt. Ich habe keine Technikthemen, ja. Okay, aber dafür hat bestimmt der Sebastian Technikthemen. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Heute nicht. Okay, heute keine Technik. Alles klar, und auch keine NFTs. Ich meine, ist das Technik? Nee, das ist Unfug. Es wäre gerne Technik. Es wäre ich kann da gern was zu erzählen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin ja ganz überrascht, dass wir gar keine NFT-Kommentare bekommen haben. Das stimmt eigentlich. Die sind alles so verscherbelt worden. Also, liegen in der Blockchain, oder? Schade, dass keiner gesagt hat, in welche. Wir haben das so charmant in Grund und Boden verdammt. Also da kommt keiner auf die Idee, uns irgendwie der NFT-Freundschaft irgendwie zu verdächtigen. So. Gerade als du Blockchain sagtest, da macht er in meinem Kopf so, BB Blockchain. Ich weiß nicht warum, aber der neue Nerd-Comic. BB Blockchain, jo. Oh meine Güte, das ging ja schon gut los hier. So, jetzt habe ich 1, 2, 3 habe ich begrüßt. Ne? Dann fehlt noch der Lars aus dem Team. Lass mich überlegen. Schönen guten Abend allerseits. Ah, guten Abend, Lars. Wie schön, hast du denn dein Technikthema mitgebracht? Nö. Ach nö, auch nicht. Nö, gut, auch nicht, nö. Wir können ja mal schauen, wohin es uns führt heute. Oh, wohin? Ah, das kann aber weit werden, ja. Gut, dann hilft vielleicht aus in der Frage nach der Technik der Stefan. Guten Abend, Stefan. Ja, schönen guten Abend zusammen. Stefan ist unser Gast. Ja, bitte, genau. Rede. Technik darf heute von mir kommen, also vielleicht. Ja, ich meine, schauen wir mal. Zumindest hast du das Etikett Nerd auf dir draufkleben, was du dir selbst gegeben hast. Obwohl ich das gar nicht verstehe, aber es ist so. Keine Ahnung. Also, du machst ein Podcast-Angebot, das heißt Nerdgelaber, und du redest mit. Dann ist doch die Vermutung, dass du selber ein Nerd bist, naheliegend. Ja, möglicherweise.
Möglicherweise. Ein bisschen. Ich wusste, aus dem Regieraum erzählt, ich wusste nicht mehr ganz genau, wie dein Angebot jetzt heißt. Ich wusste nur noch irgendwas mit Nerd und gab dann in die Suchmaschine das Wort Nerd ein und die Suchmaschine so, ja hier, 35 Podcasts gefunden, die irgendwie mit Nerd zu tun. Ja, danke. Ja, das ist schon erstaunlich. Das stimmt. Ja, das ist... Es ist sehr viel und es ist auch alles sehr nerdig. Also ich kenne ja ein paar davon, aber es ist wirklich, ja. Ja, der Stefan, der ist mutig. Also wir haben ja mit am Ende der Ausgabe, wenn wir mit den Blütenschätzen reden, haben wir ja oft mal gerne den Mut zu keinem Blütenschatz. Aber der Stefan ist einfach Mut, ein Gast zu sein, denn ich muss ein Geständnis machen. Ja, ich kenne mich im Podcastland nicht mehr aus. Also die Zeiten, wo ich wirklich mal das... Ja, wenn auch etwas mit Hybris gefüllte Gefühl hatte, ja, auch vom ganz guten Überblick, die sind definitiv vorbei. Ich durchschaue nicht mehr, was dieses Podcast-Land ist. Ganz besonders deutlich ist mir das geworden, ich habe, weil Vera da ja immer so von schwärmt und viele andere auch, vom Toast Huawei, ne, nicht Huawei, Toast Hawaii. Toast Huawei. Gut. Der Toast Hawaii Podcast. Vera, du, ne, ist, darf ich doch sagen, dass du davon begeistert bist, oder? Ich höre das jetzt nicht andauernd, aber ja. Wenn, dann ist es meistens gut. Also das ist die Bettina Rust, die da am Mikrofon ist und das wird produziert von Studio Bummens. Ich finde das Wort irgendwie komisch, aber gut. Ich kann ja heißen, wie es will. Nein, ich bin da reingestolpert, weil Katharina Wackernagel, die Schauspielerin, die soll ja demnächst diese Erfolgskrimiserie Mord mit Aussicht übernehmen. Und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich habe Frau Katharina Wackernagel schon in anderen Krimis gesehen und habe ich gedacht, boah, also ist jetzt nicht so die Kommissarin, der ich jetzt so als Fan hinterherlaufen würde, aber ne, ist ja erstmal nur eine Schauspielerin, die spielt eine Rolle und vielleicht ist die Person ja ganz anders und vielleicht ist sie ja auch in der nächsten Folge ganz anders, in der nächsten Produktion ganz anders. Jedenfalls war ich dann plötzlich neugierig geworden. Also einerseits Toast Hawaii und andererseits diese Schauspielerin. Da habe ich da mal reingehört und das war ein schönes Gespräch. Abgesehen davon, dass Frau Rust irgendwie zwischendurch der Frau Wackernagel irgendwie eine Haltung aufschwatzen wollte, was das Alter anging. Also sie dürfte nicht so empfinden, wie sie empfindet, sondern sie sollte anders empfinden. Und ich dachte, meine Güte, lass doch mal deine Gästin in Ruhe. Ich kann doch sich so entfalten, wie sie will. Aber ist offenbar ein anderer Anspruch. Aber ich meine, am Ende hätte ich in diesem Podcast eine Werbung gehört für einen anderen Podcast oder ein Podcast-Angebot. Und da wurde damit geworben, dass man dabei zwei Porsche gewinnen kann. Und da habe ich so wirklich gesagt, jetzt ist aber wirklich irgendwie Ende von Verständnis für Podcastland. Also was müssen wir mit Porsche gelockt werden, um interessante Angebote wahrzunehmen? Ist das jetzt Peak-Podcast oder was? Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich da wirklich, das war der Moment, wo ich vor ein paar Tagen wirklich gemerkt habe, Martin, du bist raus. Du hast überhaupt keinen, weiß überhaupt nicht mehr, was da los ist. Jetzt ist das natürlich schwierig, wenn man sich Gäste ein, die auf die Gartenbank einladen will, wenn man von dem, worüber man da eigentlich reden möchte, überhaupt keine Ahnung mehr hat. Und dann habe ich mir überlegt, ich drehe den Spieß rum. Wir gehen jetzt nicht auf die Leute zu, sondern wir sagen einfach, hier ist eine Gartenbank und wer kommen möchte, wer ein interessantes Projekt vorstellen möchte, der darf da gerne hin. Also Missionare und rechte Parolen und so weiter mal ausgenommen, ja Schwurbler auch, aber vernünftige Menschen dürfen sich gerne hier mit uns mal in Verbindung setzen. Weil Claudia dann sagte, mach das doch auf Mastodon. Also sie sagte, mach das doch auch auf Mastodon. Und dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich das nur auf Mastodon. Vielleicht habe ich ja da schon mehr Chancen, vernünftige Menschen zu finden. Und tatsächlich, es war so. Ich meine, ich habe gesagt, gibt es da draußen jemand, der mit einem interessanten Thema zu uns kommen möchte? Und dann kommen so Rückfragen wie, dürfen es auch zwei Themen sein? Oder dürfen wir auch mit mehr als einer Person kommen? Ja, so spezifisch war das jetzt gar nicht gemeint. Nehmt mich und meine Worte bitte nicht so ernst. Aber immerhin, es haben sich Menschen gemeldet, unter anderem der Stefan. Er hat gesagt,
ich würde mich trauen. Soll ich mich trauen? Habe ich gesagt, das musst du selber wissen. Kann ich dir doch nicht sagen, ob du dich trauen sollst. Ja, hat einen Moment gedauert. Finde ich aber total gut, dass du am Ende dann gesagt hast, nee, mache ich doch. So. Ja, ja, gut. Paula hat gesagt, ich muss, nicht? Also von daher. Ja, Paula ist die zweite, die sich gemeldet hat. Genau. Die kommt nächstes Mal dran. Die kommt aber auch nicht alleine, bringt dann jemand mit. Also das war dann schon, können auch zwei auf die Bank. Das war dann die Anfrage nach den zwei Personen. Genau. Zwei Themen. Da war was, ja. Ich hatte aber noch eine Anfrage, ob auch drei Leute kommen können. Nein, nicht, gar nicht wahr. Ja, das ist diese indirekte Kommunikation. Da ich habe das früher auch ganz oft so gemacht, dass ich nicht wirklich meine Wünsche geäußert habe, sondern immer so rumgedruckst habe in der Hoffnung, der andere kommt schon dahinter, was ich will. Ich fand das irgendwie diplomatisch geschickt von mir. Heute war jetzt so eine Anfrage, ja, können denn, bis wie viele Personen passen denn auf die Gartenbank? Ja, ich sag, das vorletzte Mal waren drei Leute, da hat auch gepasst. Ach, das ist ja günstig. Wir sind gerade drei Leute. Ja, ist das jetzt, heißt das, ihr wollt vorbeikommen oder soll ich fragen, ob ihr vorbeikommen wollt? Macht's doch nicht so kompliziert. Ja, aber gut. Ich bin jetzt über 50. Ich weiß, habe mich da irgendwie freigeschwommen. Ich weiß, wenn man irgendwie etwas jünger ist, dann ist man vielleicht auch noch genauso, wie ich vor der Zeit war. Ich muss da mal an mein Vergangenheits-Ich denken und mein Herz wieder etwas größer machen. Aber es ist, warum sagen wir uns nicht einfach, was wir wollen? Ich glaube, das ist die letzten Jahre schwieriger geworden. Ist schwieriger geworden? Warum? Ich glaube, weil wir durch ganz viel so, also das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht, ne, und spielt noch ein ganzes Teil mit rein und da kommen wir nachher bei den Blütenschätzen auch nochmal drauf, aber ganz viel Personalisierung und jede Individualisierung und immer auf jedes kleinste bisschen Acht geben und ich habe hier noch ein Wehwehchen und dann habe ich da noch eine Meinung und dann habe ich hier noch irgendwas und wir sind es alle nicht mehr gewohnt, dass wir mit anderen Meinungen überhaupt konfrontiert werden. Also das, ne, wir sind so in so Filterblasen drin und in so Bubbles und wir haben nur irgendwie Leute um uns rum, die derselben Meinung sind wie ihr und die, also wie wir selber und dann die uns eigentlich nur zurückgeben, ja, du hast eh recht, alles, was du so sagst und denkst, ist genauso, wie du das so machst und alles super, alles. Und in dem Moment, wo irgendjemand dann vielleicht auch mal eine andere Meinung vertritt oder sagt, hey, wir müssen da mal über ein Problem reden, dann werden die Leute dann verbissen mit dem Problem, dass dann wieder alles, oh ja, alles ist super, alles ist ganz wunderschön, alles ist toll, wir müssen uns gar nicht mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Und da haben wir einfach komplett verlernt, einfach auch mal zu sagen, so, lass doch einfach mal über Dinge reden. Oder das hätte ich jetzt bitte gerne, ja. Und dann halt auch zu eine Reaktion zu kriegen mit, ja, na, dann reden wir da drüber. Oder, ja, dann probieren wir das jetzt einfach mal aus. Na, sondern es ist alles so weichgespült. Also wir sind so konsenssüchtig, um es noch plakativer zu machen. Ja, nicht süchtig auch, aber vor allem sind wir konsensgedrillt. Also wir sind ja komplett dressiert darauf, dass alles so ist und bleibt, wie wir es immer in unserer kleinen Filterblase gerne hätten. Und da dann halt wirklich auch mal rauszukommen und zu sagen, so, ich da einfach mal in so einen anderen Podcast und ich rede da mit anderen Leuten über vielleicht Themen, die jetzt nicht so komplett alles meine sind, sondern einfach mal gucken, was da so kommt. Das passiert nicht mehr so häufig, ne? Keine Ahnung, ob das so ist. Also dieses Positionen haben und Positionen der anderen aushalten. Ja, der eine trinkt Kaffee, der andere trinkt Tee. Okay, warum denn nicht? Man muss den anderen ja deswegen nicht missionieren oder so. Der muss jetzt auch unbedingt zum Teetrinker werden. Warum? Oder der eine ist vegan oder Veganerin und der andere, der haut sich gerne einen Schnitzel in die Pfanne. Ja, und? Hat sicherlich, kann man diskutieren, aber man muss doch die Menschen jetzt nicht irgendwie modellieren und nach seinem Vorstellung irgendwie verändern. Außer sie laufen mit rechten Extremen durch die Gegend. Da kann man natürlich schon mal sagen, es ist auch mal gut hier. Aber also, wenn das einigermaßen in einem vernünftigen
Mittelmaß bleibt. Aber, ja, aber wahrscheinlich ist das alles etwas zu verwoben. Da müsste man tatsächlich mal Sprach- oder KognitionswissenschaftlerInnen fragen oder Menschen, die mit Moral und Ethik was zu tun haben. Also ich meine jetzt nicht die katholische Kirche, sondern was anderes. Also da gibt es ja auch Leute, die das schon aufbereitet haben an diversen Stellen und da bin ich nämlich jetzt unlängst, vielleicht nehme ich jetzt einfach meinen kleinen Blütenschatz von nachher einfach nach vorn und sage nachher einfach nur noch mal kurz, was es war. Ja. Ich habe letzte Woche einen Workshop gegeben für Jugendliche hier auch so Dinge mit diesem Internet und welche Rechte gelten da und so weiter. Und da hatte ich eine Teilnehmerin und die hat mich auf eine Dokumentation aufmerksam gemacht, auf einen Film, den ich selber tatsächlich nicht kannte. Das habe ich natürlich unverzüglich nachgeholt. Du kennst doch sonst zwar, alle Filme. Ja, Wie kann das denn passieren? Genau, in meinen 24 Stunden pro Tag tue ich nichts anderes, als alle Dokus zu gucken. Ist dir mal ausnahmsweise durchgerutscht. Genau. Aber genau, man hat dich außerdem dann erinnert. Müssen wir über diese 24 Stunden pro Tag Regel dringend reden. Aber die Doku The Social Dilemma, großartig. Ist tatsächlich, ich glaube schon von 2019, vom Center for Humane Technology tatsächlich. Abstruserweise gibt es sie auf Netflix. Das ist so ein Ding, wo ich mich dann auch gefragt habe, warum. Aber klar, halt auch Zielgruppe. Und da arbeiten sie sehr gut raus. Da haben, also Menschen, die da zur Sprache kommen, sind unter anderem die Shoshana Zuboff mit dem das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, aber halt auch ebenso Leute, die früher bei Google, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, bei Pinterest und so weiter gearbeitet haben und irgendwann halt für sich beschlossen haben, okay, da mache ich nicht mehr mit. Ja. Und die erzählen halt davon, wie diese ganzen Plattformen im Hintergrund funktionieren. So, und jetzt muss ich gerade ganz kurz spicken, damit ich es nämlich richtig sage. Das muss ich dann vielleicht nachher kurz in die Shownotes werfen. Der Mensch, dessen Namen ich gerade schon wieder verdrängt habe, der Erfinder von Virtual Reality, der hat das nämlich sehr schön auf den Punkt gebracht. Und da kommen wir nämlich jetzt dazu, dieses, wenn du nicht dafür bezahlst, dann bist du das Produkt. Das geht halt nicht weit genug. Ja, das ist so, außerdem kann man so schön schnell wegwischen, ne? Ja, habe ich schon 20 Mal gehört, was soll das schon heißen, ne? Und der hat das Ganze nämlich nochmal weiter runtergebrochen und daran erkennt man nämlich auch, was tatsächlich eigentlich die Geschäftsmodelle sind, die dazu führen, dass wir alle so weichgespült sind. So, und der sagte, it's the gradual, slight, imperceptible change in your own behavior and perception that is the product. Also dieser schleichende, ganz leichte, unmerkliche Wandel im eigenen Verhalten und in der eigenen Wahrnehmung, das ist das Produkt. Das heißt, ein bisschen gruselig. Ich ja, schon, gerade aber abgesehen davon ja. Ist es halt auch die bisher in all den Jahren, die ich mich damit beschäftige, die bisher beste Beschreibung, die man irgendwie finden kann dafür. Ja, okay. Das stimmt auch. Ja, ja bitte, Stefan, bitte. Das erlebe ich ziemlich ähnlich sogar. Das stimmt. Ja, aber dann kann es ja nur heißen, raus aus diesen komischen Netzwerken. Alle Podcasts, die abonnieren. Ja, aber deswegen warum? Ist der Stefan no, ja zum Beispiel auf Mastodon. Ja, aber das hat ja damit wenig zu tun, sondern das hat ja auch was damit zu tun, wie du damit umgehst oder was du damit machst. Denn ich kann im Moment auf Twitter nicht so viel lesen, ohne, ja, ich sag mal, auch in der Blase aggressiv zu werden. Oder wo ich dann merke, dass es ja gar nicht mein Ding ist, dass das einfach viel zu sehr, wie soll ich das erklären, in so eine aggressive Schiene, in so eine wütende Schiene reingeht, ja, an vielen Stellen, wo ich dann merke, nee, das ist nicht mein Ding, das will ich nicht. Ja. Ja, ich will nicht, dass Leute sich die Köpfe einschlagen,
weil es ums gleiche Thema geht. Ja, ich glaube, da spielt tatsächlich 2 Jahre Pandemie mit hinein. Wir haben alle unsere Leichtigkeit irgendwo ja, natürlich. Ein bisschen ja, auf der Strecke gelassen. Und das liest, das merkt man dann in dem Ton, der da verwendet wird, eigentlich ja, leider auch. Also ja, da ist man ja schon froh um jedes Katzenbild, was da mal vorbeischwirrt. Ja, ehrlich ja. So, ah, dafür ist dieser doch da. Die Doku ist von 2019. Ja, das ist das, was ich gerade ansprechen wollte. Auf Wikipedia wird ein Film erwähnt, das Dilemma mit den sozialen Medien. Genau. Das Social Dilemma. Erscheinungsjahr 2020 steht da. Ja, denn aber 2019 ist er gemacht tatsächlich. Ach, 19. Ich hatte 2009 verstanden und dachte gerade, ach du Scheiße, seit 10 Jahren hängen wir in diesem Problem und kommen da nicht mehr raus. Ah, dann ist es nicht ganz so schlimm. Ah, danke. Gut, 2019. Okay, ja, ein Jahr mehr oder weniger. Wir leben seit 2009 oder so. Ja. Wollte ich gerade sagen, also, das ist ja schon lange. Ja, ja, genau. Ja. Und also auch wenn es für manche, die sich vielleicht noch nie damit auseinandergesetzt haben, vielleicht ein bisschen schmerzhafter wird, sich das anzugucken. Also ich hatte da auch mehrere größere Aha-Momente nochmal und ich beschäftige mich ja nun wirklich schon ein paar Jahre damit, ja. Aber wirklich genau diese Formulierung zum Beispiel, wo ich mir dachte, ja klar, so kriegst du es viel besser vermittelt, was eigentlich das Problem ist, weil du bist das Produkt, ist ja so, pff, was heißt denn das schon? Na, so, ja, dann verticken die halt da irgendwie, dass ich mich für rote Schuhe interessiere. Was soll schon sein? Na, aber genau eben diese Formulierung, dass es tatsächlich um den Wandel, Manipulation klingt jetzt halt auch gleich wieder so plakativ und nichtssagend. Das, wie wir die Welt sehen, wie wir Entscheidungen treffen, dass das verändert wird durch das, was uns angezeigt wird. Ja, dass das Produkt ist, wofür Leute viel Geld dafür bezahlen. Ja, das fand ich halt so einen ganz zentralen Punkt an dieser ganzen, also jetzt für mich, ja, einfach so in diesem, ja. Okay, das kann ich mir mitnehmen wieder, um es vielleicht besser argumentieren zu können wieder. Wobei das ja auch nicht neu ist. Ne? Das ist ja auch mit anderen Medien schon gegeben. Dann ist es wahrscheinlich schon auch ein Skaleneffekt, der da drin ist. Also, dass man quasi nicht nur quasi die Dorfpostille hat, in der irgendwas steht, oder den Verrückten, den Dorfirren, der da so herum, also Entschuldigung, dass ich das so sage, aber also der etwas schrullige Typ vom Dorfkrug, der erzählt halt merkwürdige Sachen, sondern dass es so eine Vernetzung ist über den Globus hinweg, so ein Skaleneffekt. Also ich meine, dass sie irgendjemand erzählen will, dass die Blumen von oben nach unten wachsen oder so, oder Wasser den Berg rauf fließt, das gibt's ja nun auch schon lange. Ja, aber dass die dafür Milliarden hinlegen, dass dir das jemand anderer quasi ihre Postille da hinlegt, ja, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Hausnummer, ne? Ja. Das ist eine andere Größenordnung, ne? Ja, das meine ich mit Skaleneffekt, ne? Das meinte ich damit. Und irgendwo muss ja jemand auch sagen, den Gegenwert für das viele aufgewendete Geld einlösen. Also du willst ja immer so ein, wie heißt das so schön, ROI, Return of Investment haben. Jemand gibt ja irgendwo viel Geld hin, also im Wirtschaftsleben jedenfalls, ohne dass er nicht irgendwie weiß, ich kann meinen Einsatz verX-fachen. Genau, und das sind dann halt tatsächlich die Geschäftsmodelle, die halt hinter Facebook und Google und Twitter und so weiter und wo man überall eben Werbung schalten kann, eben dann dahinter hängen. Na, also da fließen halt dann Milliardenbeträge. So, und das ist halt nicht so die 15 Euro, die die Kirchengemeinde einsetzt dafür, dass sie ihren Bazar da vom nächsten Wochenende irgendwie vielleicht bewerben auch noch, sondern na, das sind dann halt wirklich große, richtig große Budgets. Ja, und, und wenn du dann halt noch dran denkst, naja, du musst halt auch nicht unbedingt eine Firma sein, ne? Denken wir, Kirchengemeinde ist jetzt mal die eine Sache, aber du könntest halt auch eine politische Partei sein oder eine Regierung oder ne, was auch immer, die halt sagen, naja, dann gib uns doch mal Zielgruppe X, ja, alle Fridays for Future Leute in Zentrum Hamburg, ja, und dann zeigen wir denen jetzt mal an, keine Ahnung, was auch immer. Ne? Und dann deren, na, und jetzt wieder zurück zu dem Zitat,
deren Handeln und Wahrnehmung etc. so lange sacht und leise beeinflussen, bis sie selber glauben, sie sind die Verfolgten oder was auch immer. Dabei sind wir das doch. Du darfst mich nicht zum Lachen bringen. Das letzte Mal, als eben gerade mein Dings übersteuert hat, bin ich hier kurz aus dem Studio-Link rausgeflogen. Ah, oh. Das, ist das so eine Notschaltung, Sebastian, wenn jemand schreit und laut wird, dass er dann rausfliegt? Finde ich eine gute Sache. Wären wir selber Pöbler neu. Werden automatisch gelöscht. Ja, das ist aber eine nützliche Funktion eigentlich. Nur sobald einer schreit, fliegt er raus. Total super. Musst du nicht mal selber machen. Großartig. Ja. Ah, gut, neue Idee geboren. Aber übrigens traditionelle Kanäle, ne? Ich hatte jetzt vor 2 Tagen einen Brief im Briefkasten. Ohne Briefmarke, nicht an mich, sondern die Familie adressiert. Ich meine, hier wohnt keine Familie, von daher habe ich schon vermutet, die inneren Verhältnisse sind jetzt wohl nicht bekannt. Und ich machte das dann auf, weil ich neugierig war. Das war keine Briefbombe, das hat mich beruhigt. Und da stand handgeschrieben, dass Gott mich liebt und mit vielen Zitaten aus der Bibel und so weiter, dass alles gut wird, weil ich ja in Gottes Hand bin und so weiter. Da habe ich auch gedacht, was ist das jetzt? Sind das jetzt die Zeugen Jehovas, die mich nicht tagsüber erreichen, weil ich die Tür nicht aufmache? Dann schreiben die mir jetzt Briefe. Da brauche ich gar kein soziales Netzwerk. Da reicht mein Briefkasten, um mich mit sowas zu erreichen. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Ich war ein bisschen verstört. Das ist aber mehr Aufwand. Ja, klar. Klar, also da ist dann Twitter oder sowas, muss man zwar ein bisschen Geld einwerfen, aber ist dann möglicherweise effektiver, als einen Haufen Briefe zu verteilen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Ja, ja, das ist so effektiv. Ist. Genau. Ja. Ich komme wieder zum Abend, mein Lieblingswort heute. Haha, Skaleneffekt. Oh, wir sind schon ganz schön weit weg, ne? Also eigentlich wollen wir ja wissen, was dem Stefan seine Projekte sind. Dem Stefan, jo. Ja, genau. Mhm. Eigentlich schon Hallo Sebastian und Hallo Lars. Entschuldigung, ich glaube, wir sind da vorher schon abgebogen. Nein, das haben wir gerade noch geschafft. Ah, okay, gut. Ja. Entschuldigung, dann war das wahrscheinlich genau da, als ich gerade kurz rausgeflogen war. Bestimmt, natürlich, genau. Da hattest du einmal laut aufgelacht und dann warst du erstmal für 2 Minuten gesperrt. So. Literally, ja. Aber ja, schön, ja. Wenn das alles seine Ordnung hat. Du hast die Audio-Etikette gebrochen, du wirst erstmal für 2 Minuten auf die stille Spur gestellt. auf die stille Spur mit dir. So, kommst du wieder rein. So, lass uns mal, ich meine, Claudia, ich will dein Thema jetzt nicht abwürgen, aber ich fürchte, wir sind genau, alles gut. Ja, es eskaliert. Denken Sie sich die Argumente selber aus. alles gut. Gut, dann machen wir doch mal, versuchen wir das, was wir Sendestruktur nennen, irgendwie hintereinander zu bekommen. Dann kommt nach der Begrüßung und dem Intro die neue Ernte. Kommen wir doch mal zur neuen Ernte, bitte. Und da können wir stolz verkünden, dass wir tatsächlich 2 Kommentare zur letzten Sendung bekommen haben, die auch auf der Webseite stehen. Ja, und ich habe sie sogar nach einigen Tagen des Missachtens auch dann freigeschaltet. Da könnten wir mal reinlesen. Wer hat denn da die Lust dazu? Sebastian. Ja, warum nicht, Sebastian? Hast du Lust, einen der beiden Kommentare? Ja, super. Also, erster Kommentar von Dirk, nicht Prims und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde. Wissen wir Bescheid. Hallo Sendegärtner und Gärtnerin, ergänze ich mal. Könnt ruhig öfters mal Episoden ohne Gast machen. Beim Schauen der Episode 4 der aktuellen Staffel von Feuer und Flamme wurde eingeblendet, dass es die jetzt auch als Podcast gibt. Klingt komisch, habe gerade mal abonniert, aber noch nicht reingehört. Länge der ersten Episode 34 Minuten und 41 Sekunden. Muss also zumindest was anderes sein als die Videobeiträge ohne Bild. Daraufhin hat Martin geantwortet. Willst du das selber vorlesen oder soll ich den Antworttext auch noch vorlesen? Ach, lies mir doch mal vor, was ich geantwortet habe. Das ist bestimmt sehr interessant zu hören. Also Martin antwortet, ja, ich habe als Fan der TV-Serie auch schon in den Podcast reingehört, vertraute Stimmen, um eine etwas überfordertere
Moderatorin hat mich nicht so angefeuert, aber vielleicht werden sie ja noch warm miteinander. Ja, habt ihr den Wortwitz bemerkt? Ja, ich habe mich extra entmutet, um das zu würdigen. Ja, genau. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ich habe es geschrieben, habe es für totalen Quatsch gehalten und wollte es löschen und habe gedacht, ach, mein Ruf ist ohnehin ruiniert. Also kann ich das so schreiben? Ich es aber stehen lassen. Ja, ja. Also tatsächlich, wenn man da zwei, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie Feuer und Flamme, WDR-Produktion, Feuerwehrleute bekommen so eine Bodycam und man ist quasi 1:1 dabei, wenn sie da irgendwelche Einsätze machen. Jetzt habt ihr alle gleichzeitig gesprochen, das ist ja schön, aber ich habe kein Wort verstanden. Oh, dann machen wir das nochmal. Also meine Frage Vera, war, ob schon so eine so geschmolzen wäre. Claudia, fang du nochmal an. Ach, mach doch, ich halte mich zurück. Nee, ich glaube nicht. Also bisher wüsste ich jetzt nicht. Also ich glaube, davon hätten die Kinder berichtet. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, weil du hast ja auch eine Nähe zum Rettungsdienst, habe ich vorhin irgendwie so ja, ja, mit, zum Rettungsdienst und zur Feuerwehr. Von genau. Von den Kindern her, ja. Und dadurch habe ich, also erzähl doch erstmal. Also Vera, kennst du's? Ich kenn's nur von euren Erzählungen, ich habe es noch nie gesehen. Aha, Sebastian hatte das mal als Blütenschatz vorgestellt, ne? Genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube. Das heißt, du kennst es? Und Lars, kennst du, weißt du Bescheid? Ja, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass ich das nicht gucken kann. Ich kann diese Serie nicht ertragen. So wie immer wenn Schnitte? Eine Einblendung kommt ein sehr hoher, kleiner Piepton. Ja, und mal ich erwähnt. Möchte da hinfahren genau. Und den Laden abfackeln. Ja! Ja. Dieser Ton bringt mich derart auf die Palme, dass mich das komplett von der eigentlich interessanten Serie ablenkt. Also ich habe es versucht, weil es eigentlich interessant ist, aber es geht nicht. Ich reg mich nur auf. Ja, nee, das hat ja dann keinen Sinn. Nee, das ist, als ob du mir ein Messer ins Hirn rammst, dieser Ton. Also es ist wirklich, ich finde den unerträglich. Sollte jetzt kennt jemand vom FFL? Westdeutschen, Moment, wir müssen mal eben einen Aufruf starten. Ja. Sollte jemand vom Westdeutschen Rundfunk hier zuhören, könnte vielleicht jemand mal diesen Tipp an die Technik weitergeben? Vielleicht kann man ja diesen fürchterlichen Ton maskieren irgendwie mit einem Gong oder Hahnschrei oder was auch immer. Oder vielleicht auch einfach rausnehmen. Also ja, warum oder ist das ja überhaupt nötig? Piep! Oh, eine Einblendung. Ja, unklar. Ja, du brauchst einen Tiefpassfilter. Dann passiert das nicht mehr. Ja, das würde helfen, tatsächlich. Ja. Also, oder ich muss noch ein bisschen warten, dass ich alt werde, dann höre ich das auch nicht mehr. Ja, genau, dann hörst du das auch nicht mehr, das ist richtig. Ja, das ist total, also ich lebe hier in einer absolut ruhigen Wohnung, aber wenn ich Besuch habe, dann sagen die Leute, oh, ist hier, ich höre den Nachbarn und ich höre dies und das, die Eisenbahn vor der Tür macht so einen Krach und so weiter und ich immer so, ist doch total ruhig hier. Also, es war mir einmal etwas peinlich, da lief ich unten vor der Tür herum und da stand eine Frau da, die sich offenbar für eine der Wohnungen in diesem Haus interessierte und fragte mich so, wohnen Sie hier? Ja. Wohnt man hier ruhig? Und ich so, aus tiefster Überzeugung, ja, hier wohnt man sehr ruhig. Sollte die Dame hier eingezogen sein, wird sie mich wahrscheinlich verfluchen, weil ich so einen Quatsch erzählt habe. Aber tja, also es gibt auch, also Schwerhörigkeit kann auch wirklich große Vorteile haben. Zum Beispiel kann man sich nämlich die Feuer- und Flamme-Episoden angucken, ohne dass einem das Gehirn verbrennt, wie dem Lars. Das gut, also kurzum, das ist eine mehrteilige Serie beim WDR, da kriegen halt Feuerwehrleute so eine Bodycam umgeschnallt und man geht mit denen quasi in den Einsatz. Das sind manchmal große Einsätze, Großbrände, da haben sie einige dabei, echt schon ziemlich spektakulär. Manchmal ist es aber auch das Feuerwerk klein-klein, also irgendwie zwei Autos zusammengestoßen oder auf der Autobahn läuft beim LKW irgendwie merkwürdige Substanz aus und das muss einfach nur aufgefangen werden oder so. Das ist aber in seiner Machart ganz nett gemacht, wenn man von den hochfrequenten Piepstönen absieht. Also ich jedenfalls sehe inzwischen Feuerwehrleute mit ganz anderen Augen. Feuerwehrleute geschlechtsneutral, also auch Frauen, Feuerwehrfrauen sind dabei. Und habe auch verstanden, dass der Rettungsdienst einen großen Teil der Feuerwehrarbeit ausmacht. Und sehe auch mit
mit, also ich habe da wahrgenommen beispielsweise, dass diese Rettungssanitäter mit den Patienten freundlicher umgehen als manche Notärztinnen und Notärzte. Also das ist wirklich faszinierend. Da möchte ich mich lieber von den Rettungsassistenten bedienen lassen da oder behandeln lassen. Die dürfen nicht alles, aber also die sind einfach, also die, gut, vielleicht ist das alles gefiltert, ne? Man hat die schlimmen Szenen rausgeschnitten und so weiter, klar. Aber das, was ich da so gesehen habe, wo ich immer denke, jo, ich würde manchmal auch gerne in so einem Team arbeiten, wo man hinterher auch mal sich gegenseitig auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht. Oder sich mal eine Flasche Wasser reicht oder einfach mal füreinander sich sorgt. Auf unserer Arbeit ist das alles ein bisschen anders. So. Aber ist auch ganz schön hart. Also. So, und dazu gibt es jetzt einen Podcast, ne? Weil es ist ja das Podcastland, ne? Überall, alles muss jetzt Podcast werden, also nimmt man eine erfolgreiche TV-Serie und macht da jetzt auch Podcast raus. Und in dieser ersten Episode, die tatsächlich nicht den, also 1:1 diese 45 Minuten Einheiten da widerspiegelt, haben sich einfach zwei, ich glaube Bochumer Feuerwehrleute da hingesetzt mit dieser Moderatorin, die sich ernsthaft bemüht, das Gespräch irgendwie ans Laufen zu kriegen, aber es ist... Oh, ich denke, Mensch, du hast da zwei Leute, die können ganz viel erzählen und die kommen dann nicht so richtig in Fahrt und dann werden Sachen vorgelesen, da liest sie Texte vor, wo man wirklich das Gefühl hat, die sieht die zum allerersten Mal, aber angeblich hat sie sich auf die Episode vorbereitet und deswegen sage ich etwas überfordert, aber vielleicht wird das ja noch was. Ja, ja, habe ich meine Kritik geübt. Gut. Und dann haben wir noch einen zweiten, der ist etwas ernster, zweiten Kommentar. Wer hat den gerade offen? Vom Sofa-Reporter. Ach Lars, dann liest du doch. Naja, du warst schneller, bitteschön. Verdammt. Na gut. Lieber Martin, liebe SendergärtnerInnen, deine Ansprache, lieber Martin, zum Holocaust-Gedenktag hat mich sehr berührt. Ich finde es wichtig, der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Auch im Sendegarten immer wieder beschäftige ich mich mit diesem Thema, aber nie werde ich verstehen, wie man Menschen so etwas antun kann. Martin, du hast recht, so etwas darf nie wieder geschehen, soll das, glaube ich, heißen. Nicht in Deutschland, in Europa oder irgendwo auf der Welt. Danke für deine Worte. Vom Sofa-Reporter. Ja, und dann lese ich vor, was ich dazu als Antwort geschrieben habe. Lieber Sofa-Reporter, habe ich gedacht, danke für deine Worte. Also, dass du das auf positiv aufgenommen hast. Ich hatte mich ein bisschen überwinden müssen, weil das passt eigentlich nicht so wirklich in unsere bunte Tüte Sendegarten. Aber es war mir einfach an dem Tag ein Anliegen. Es war gefühlt richtig. Und dann habe ich einfach diesem Gefühl nachgegeben. Es war ja auch schwierig genug, diese Worte tatsächlich vorzulesen, ohne selber die Fassung zu verlieren. Ich habe das tatsächlich nachmittags ein paar Mal geübt und mir ist jedes Mal die Stimme abhanden gekommen. Das hat dann hier in der Live-Situation verhältnismäßig gut funktioniert. Und ich danke dir, dass du das zumindest auch als positiv oder als erinnerungswürdig oder als denkwürdig aufgenommen hast. Das ist eine sehr gute Rückmeldung für mich. Danke. Gut. Danke, Sebastian heißt die Vera. Danke, Vera, fürs Vorlesen. Danke, Sebastian, fürs Vorlesen vorher. So, jetzt kommen wir, nachdem wir da durch sind, tatsächlich zu unserem Gast. Oder haben wir noch einen anderen Punkt vor der Liste? Ne? Nee. Ich bin etwas aus der Übung. Kommen wir mal auf die Gartenbank. So, wenn man sich dem Stefan nähert, wie ich das gemacht habe, ich kenne ihn nämlich nicht, können einem, wie mir, zuerst mal Schildkröten ins Auge fallen. Und wenn er da sagt, ja, Schildkröten ist das eine, Eichhörnchen ist das andere, dann guck ich nochmal. Also ich erzähle von mir. Ich habe dann zum zweiten Mal hingeschaut und tatsächlich sah ich auch Eichhörnchen in wunderbaren Bildern, die du von einer Grafikerin bekommen hast, der Name mir jetzt wieder entfallen ist. Wie heißt die? Genau, von Daniela Schreiter, dem Fuchskind bei Twitter. Ach, Fuchskind, mir nicht einfiel. Genau, Fuchskind. Was hat es denn mit Schildkröten und Eichhörnchen bei dir auf sich? Also die Schildkröte ist schon sehr, sehr lange mein Lieblingstier. So. Mhm. Also ich habe auch hier eine ganze Sammlung von Stoff und Stein und
aus welchen Materialien auch immer so Schildkröten rumstehen, überall verteilt. Deswegen, ja, das ist so ein bisschen so mein Lieblingstier. So, da verbinde ich ganz viel mit. Hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ich seit langem die Scheibenweltromane von Terry Pratchett lese. Und da geht's ja auch, da ist die Schildkröte ja auch eine ganz wichtige Figur. So. Ja, und die Geschichte von dem Eichhörnchen ist, wann war denn das? 2017 entstanden. Das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Da haben meine Tochter und ich einen Führerschein gemacht. Also sie musste oder wollte einen Motorradführerschein machen, also 125er-Schein machen. Und dann durfte ich natürlich mitmachen oder musste ich mitmachen. Ja, und da hatten wir dann einen Fahrlehrer, der war wirklich so ein Eichhörnchen. Also der hat wirklich so, kennt ihr dieses Eichhörnchen von, wie hieß der Film nochmal? So ein Animationsfilm, ab durch die Hecke. Oder? Irgendwas in der Gegend. Da ja, also so ein Titel hat es mal gegeben, ja. Ja, genau, so ein hyperaktives Eichhörnchen. Und so tingelte der und tickte der da vorne rum. Also das war so, ja, das war eben das Eichhörnchen. Hammy. Großartig. Hammy, genau, ja, genau. Damit fing das eigentlich alles an. So, und das war natürlich dann für mich die Idee, okay, die müssen da mit rein. Und dann habe ich mit der Daniela halt hin und her überlegt, wie man das irgendwie integrieren könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, die müssen da irgendwie ja zugucken, die müssen dabei sein. Und ja, sie sind jetzt auch dabei. Sind das zwei Pole, die eher ruhige und teilweise auch in sich selbst zurückgezogene Schildkröte und das hyperaktive, hibbelige, unruhige Eichhörnchen? Nee, das ist eigentlich gar nicht so, weiß ich nicht, habe ich mir jetzt noch nie Gedanken drum gemacht. Ich mag sie einfach. Ja, wird aber mal Zeit hier. Also so ganz da habe ich nie drüber nachgedacht, so. Das, ja, ich mache hier meine Küchologie, von daher ja, gibt da nicht so aber viel ist drauf. Doch schön. Ist ein Gedankenanstoß, finde ich gut. Dankeschön. Ja, ich habe versucht, mich ein bisschen reinzuhören in dein Werk und fangen wir anders an. Du warst ja der gesagt hat, kann ich auch kommen, wenn ich zwei Projekte habe. Kann ich auch zwei Projekte machen, ja klar. Genau, dann fangen wir erstmal an und sagen, was du für Projekte hast, so. Also das eine Projekt ist das, was du gerade schon mal erwähnt hast, das Nerdgelaber. Das mache ich mit jemandem zusammen, mit dem Julian zusammen. Wir haben uns kennengelernt. Der hat also wild durch die Gegend telefoniert und wollte eine Amateurfunkausbildung machen. Das heißt, er wollte Funkamateur werden. Aha. Und hat also da wirklich von überall her hin und her telefoniert und keiner wollte ihn da in einen Kurs aufnehmen, weil er eben ja zu jung erschien. Er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 15 oder so. Und hat dann eben, irgendwann landete er bei mir auf der Telefonleitung und ich habe dann gesagt, ja gut, komm vorbei. Weil du auch ein Amateurfunkausbilder bist? Weil ich eine Amateurfunklizenz habe schon lange und weil mich irgendwann mal jemand gefragt hat, du bist ja noch frisch da drin, wolltest du nicht eine Ausbildung machen? Ja, dann habe ich ja gesagt. Eine Ausbildung zum Ausbilder. Genau. So, nee, ob ich ausbilden will. Also man kann ja, das ist ja formlos. Da ist ja, gibt's ja keine direkte Ausbildung für Ausbilder. Bei Amateurfunkern war es formlos? Mir bricht gerade eine Welt zusammen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch alles ist geregelt, so. Oder nicht? Ja, es ist also das, was man da tun kann, soll und darf, ist gesetzlich geregelt. Aber das intern, das ist ja frei. Och, so, und bei mir war es ja auch, die Amateurfunklizenz ist für mich keine wirkliche Funklizenz gewesen, sondern eher eine Lizenz zum Basteln. Also ich habe da 2007 war das, habe ich wieder angefangen. Zum Löten? Ja, genau, habe ich die Lizenz zum Löten gemacht. Stefan mit der Lizenz zum Löten. Ja, genau. So ähnlich lief das ab. Nein. Oh Gott. Und, Entschuldigung, schlechte Wortspiele für 100. Ja, genau. Ja, dann habe ich Anfang 2007 die kleine Lizenz gemacht, Ende 2007 die große Lizenz. Ja, und dann stand Julian da.
und hat gesagt, ja, dann stand irgendwann, ich bin nee, so dann jung, kam die Frage, wollen mich nicht aufnehmen. Nee, dann kam erstmal die Frage, jetzt hast du ja gerade die Prüfung gemacht und bist noch frisch im Stoff. Möchtest du nicht möchtest du nicht Amateurfunk ausbilden? Möchtest du nicht einen Kurs machen? Hab ich gesagt, ja gut, kann ich machen. Ja, ohne zu wissen, was ich mir da eingehandelt habe, weil ich habe dann mich irgendwie ein halbes Jahr darauf vorbereitet, da irgendwie einen Kurs zu machen und bin dann da fast 10 Jahre dran kleben geblieben. Das heißt, da haben wir dann einmal im Jahr, haben wir dann in Mettmann einen Kurs gemacht und haben dann einen riesen Aufwand eigentlich auch getrieben, zu dritt dann später. Und ja, dann kam irgendwann der Julian dazu und dann haben wir irgendwann beschlossen, okay, wir müssen irgendwas gemeinsam machen. So. Und ja, das war auch so eine witzige Geschichte, weil der Julian hat eigentlich ja da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil der halt ein Stück weit weg gewohnt hat, so 30 Kilometer weit weg. Und die Eltern haben den also wirklich dann dienstagsabends, haben die den dann da durch die Gegend gekarrt. Dienstagsabends, freitagsabend und meistens dann auch noch am Wochenende, wenn wir irgendwas gemacht haben, haben den also mit der Engelsgeduld, haben die den also da durch die Gegend gefahren mit dem Auto. Ja, und dann hat der eine Amateurfunklizenz gemacht, ne, auch so kleine Lizenz, dann große Lizenz und dann ging das da weiter. Ja, und da war dann daraus ist es dann letztendlich entstanden. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen mal über Dinge reden. Und daraus ist der Podcast entstanden. Aber, ja, Entschuldigung, ich habe ja auch da reingehört und die erste Folge, also vom Nerd-Gelaber. Und ich meinte gehört zu haben, ihr würdet euch von der Arbeit kennen. Seid ihr Arbeitskollegen auch? Ja, auch. Also das hat sich erst später ergeben, denn ich bin von einem Amateurfunk-Kollegen gefragt worden, ob ich... Das war eigentlich mehr so ein Ding. Der hat erzählt, dass er in einem Laden angefangen hat. Und dann habe ich gesagt, oh, das wäre ja vielleicht auch was für mich. So 2 Wochen später kommt er dann an. Ja, ruf den mal an. Da kannst du bestimmt anfangen. Der hat, der wäre da sehr froh drum, wenn du da einsteigen würdest. Ja gut. Dann bin ich da hingefahren. Das Vorstellungsgespräch bestand daraus, dass wir uns irgendwie 2 Stunden festgequatscht haben. Und der dann gesagt hat, ja, dann machen Sie mal. Ja, und seitdem, das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, seitdem restauriere ich da unter anderem antike Autoradios. Ach, das ist dein Beruf? Ja, was heißt Beruf? Das ist. Ja, ich habe das vor gar nicht langer Zeit eine Doku gesehen auf YouTube. Da ging es darum, ein Tonbandgerät zu restaurieren. Das war eine alte, kleine, so eine kleine Werkstatt, die wurde gerade vom Vater an den Sohn übergeben. So eine Bandmaschine. Da habe ich noch irgendwie, könnt ihr euch erinnern, liebe Sendegärtner? Ich hatte noch ein Foto. Das war ein UHA-Vertragsservice. Genau. Und da habe ich gedacht, boah, was für coole Berufe es hier gibt. Hätte ich gar nicht gedacht. Hm. So einen hast du? Hm. Genau, also sowas mache ich, nur eben nicht für alte Bandmaschinen oder sowas, sondern für Autoradios. So im Bereich, ja, ich sag mal 1967, 68, als die ersten Transistorgeräte kamen, bis 1995, 96 sowas rum. Also das ist so mein Arbeitsbereich. Bitte? Knapp nach Tefifon. Knapp nach Tefifon, ja, genau. Ja, genau. Die, wo man die Tasten noch so 2 Zentimeter reindrückt und mit genau. Klack. Mit den Schnellwahltasten, wo man dann die Taste rauszieht und dann den Sender einstellt, die Taste wieder reindrückt und dann speichert die mechanisch. Also das ist schon... Oh, das ist ja schön. Ja, das ist was Tolles. Das macht richtig Spaß. Ach, das ja, sind andere, wo andere Urlaub machen quasi. Wo das was anderes als Hobby machen, machst du als Beruf. Das ist doch also toll. Das ist wunderbar. Und ja, da ergab sich das dann halt... dass der Julian dann nach einer Praktikumsstelle suchte in der Schule, also für ein Schulpraktikum. Ja gut, dann habe ich gesagt, dann kommst du mal vorbei, sprichst mal mit dem Chef und dann schauen wir mal. Ja, und der ist dann natürlich auch da kleben geblieben. Und seitdem arbeiten wir mehr oder weniger zusammen. Ja, daraus hat sich das eigentlich dann ne, so ergeben. Großartig, nehmt ihr Praktikantinnen? Wo muss ich mich melden?
Vielleicht kann man das einfach nachher. Ja, gerne. Großartig. Das ist nur von dir wahrscheinlich ein bisschen weit weg so. Ach, Details. Ja, klar. Wo ja, bist du denn verortet? Bist du eher in München, Richtung München oder eher Richtung Hamburg? Richtung Rheinland-Ruhrgebiet. Ach, guck. Ich bin ja auch im Ruhrgebiet gerade hier. Ja. Ja. Das ist gar nicht weit weg. Also, Guck an. Also in der Mitte. In der Mitte der Welt. Quasi. In der Mitte der Welt. Im Herzen Europas. Also Claudia, das lohnt sich, hier mal vorbeizukommen. Ja. Ich merke das schon. Also es gibt da auch Möglichkeit, also wenn das denn mit diesem draußen und so weiter und ne, man weiß ja immer nicht, ob man sich jetzt nicht doch morgen irgendwo ansteckt. Wenn das alles tatsächlich gut geht, bin ich tatsächlich demnächst mal in der Nähe von, zumindest in der Nähe von Frankfurt. Also mal schauen. Hm, das ist ja gar nicht so weit weg. Ach so. Das ist ja. Gleich mehrere Leute sagen. So, ja, sag Bescheid, weil ich arbeite ja in Frankfurt, ne? Hervorragend, ja. Mache ich. Ja. Im Geiste die Kilometerzähler durchgegangen, die einen, 40 Kilometer, 200 Kilometer, oh, das kriegen wir alles hin. 250 Kilometer, das lässt sich machen. Ich glaube, das ist dann, wenn ich es von hier bis Frankfurt geschafft habe, auch schon egal. Also. Ja, dann ist es sowieso egal, genau. Ja, aber das war so halt der Auslöser für das Projekt. Ne? Das war also so ein Ding, weil wir gesagt haben, wir müssen das mal irgendwie rausbringen. Und ich bin nicht so der Typ für Video. Obwohl das manchmal recht nützlich wäre. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir da einen Podcast draus. Und ja, das läuft auch ganz gut. Das ist eine ganz feine Geschichte, weil da eben auch Leute dazukommen, die teilweise von den Themen richtig Ahnung haben und sich daraus immer wieder neue Sachen ergeben einfach. Ne? Das ist also so, ja. Ja, klar. Also man sucht da also immer wieder schöne Sachen bei rum. Ne? Ihr habt, wenn ich das jetzt richtig abgezählt habe, 6 Episoden bisher. Und sind die denn immer alle mit dir und dem Julian gemeinsam? Oder ist Julian am Anfang dabei gewesen? Ich habe auch schon gewesen? Die eine oder andere alleine gemacht. Aber das ist, ich sag mal, im Normalfall sind Julian und ich dabei. Okay. Wir haben sogar schon eine gemacht, die wir nicht remote aufgenommen haben, wo wir dann bei mir im Wohnzimmer gesessen haben. Also die letzte. Da haben wir uns dann, konnten wir uns dann mal treffen. Und jetzt im Moment versuchen wir schon seit 2 oder 3 Monaten, versuchen wir einen Termin zu kriegen für die nächste Episode. Da wird es um unser neues Lieblingshobby gehen von ein paar Leuten, um Photovoltaikanlagen. Aha. Aber von dann alten eben. Radios zu Photovoltaikanlagen. Ja, aber dann eben auf der Bastelebene, sag ich mal. Da sind also. Ja, also nicht so, dass man jetzt so Großanlagen entwirft und da irgendwas aufbaut, sondern eher so auf der Hobby-Schiene sozusagen, aber dann eben auch, ja, was steckt da drin, was kann man damit eigentlich machen und welche Möglichkeiten hat das? Ja, das ist schon ganz spannend so. Auf jeden Fall. Gute Sache, da spitze ich dann aber auch die Öhrchen. Ja, wenn wir es irgendwann mal schaffen, da zusammenzukommen, denn wir haben jetzt noch eine Person dazu bekommen, die tatsächlich Großanlagen baut und entwirft und so. Und dadurch ist es jetzt alles noch komplizierter geworden. Naja, gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es irgendwann noch geregelt. Wir werden sehen. Ja, das ist also so das Ding dabei. Oder auch die, ich glaube, 3. Episode mit dem Julian zusammen. Der hat sich dann für Motorradrennen einen Wohnwagen gekauft. So ein riesiges Schiff. Ja, alleine das war schon der Knaller. Ja, das, also wirklich so ein Monsterteil, irgendwie 8 Meter, 8,5 Meter oder was. So, aber er ist doch gerade mal 20 dann, ne? Der macht ja nichts. Als er angefangen hat, war er 19, glaube ich, habe ich gehört. Ja, aber der ist da völlig schmerzfrei. Ja. Und offenbar auch ganz gut im Thema. Also ja. Als ich angefangen habe zu sprechen und Julian sich selber vorstellen sollte, war das ein bisschen so hölzern. Also da kam ins Gespräch, wo ich auch gedacht, das wird aber anstrengend zu hören. Aber als es dann um Elkos ging und um Lötstationen und auf was weiß ich, kommt das Tor dann und sofort so weiter, auf. Hatte sowas von im Gespräch. Ja. Ich habe immer nur gedacht, wow, das ist was für Lars. Also der müsste sich da eigentlich wohlfühlen in dem Gespräch.
Und ja. Tatsächlich sagte er dann, ja, das Buch über Amateurfunk, das habe ich auch. Also, ah, okay, auch ja gut. Gemeinsam. Ja, dieses schöne alte Oldie-Buch, das habe ich heute Morgen dann direkt nochmal in der Hand gehabt. Ja. Oh ja. Welches? Ich kann... Das habt ihr... Wie ist denn jetzt der Titel? Jetzt habt ihr mich erwischt. Ich guck nach. Ich hab doch das Foto irgendwo. Vorbereitung auf die Amateurfunk-Lizenzprüfung. Das hast du in der Episode beschriftet mit das etwas antike, aber immer noch nützliche Buch. Ach so, ja gut. Ja. Erinnert sich ja auch nicht so elends viel ewig hin. Ne? Also. Ja doch, es hat sich schon einiges verändert. Aber trotzdem sind diese alten Bücher immer noch nützlich. Gerade für die Ausbildung. Es ist immer wieder schön, weil es ist teilweise einfach viel schöner erklärt, als das heute so in den modernen Unterlagen ist. Ne? Und das Prinzip wird ganz häufig viel besser klar bei den älteren Sachen. Ne? Also ich habe hier zum Beispiel auch liegen so Selbstanfertigung von Radioapparaten und Radiowellen und so weiter. Ja. Und also es ist wirklich so aus den 1920ern, die Dinger sind jetzt halt so knapp 100 Jahre alt und ich denke mir die ganze Zeit so, ja, also viel hat sich jetzt nicht geändert. Nee, also, nein, das Prinzip ist genauso, ist das gleiche geblieben wie früher. Da hat sich eigentlich gar nicht viel getan. Im Moment tut sich was, weil es alles in Richtung SDR geht, also Software-Defined Radio, also sprich, dass eigentlich das Rundfunksignal oder das Hochfrequenzsignal sofort digitalisiert wird und dann von da aus weiterverarbeitet wird. Aber letztendlich, die Prinzipien sind immer noch da. Also das wird nur mathematisch erledigt. Aber es ist kein Unterschied eigentlich. Ja. Ich habe ein neues Lieblingswort für diese Episode. Die Selbstanfertigung. Wie schön. Selbstanfertigung von Radio. Soll ich dir wieder ein Foto von dem Buchcover schicken? Die liegen jetzt allerdings gerade unten. Also heute würde es ein DIY oder so was heißen, aber nein, es ist Selbstanfertigung. Nein, es ist die Selbstanfertigung. Wie schön. Eine Frage habe ich noch zu der ersten Episode, die ist mir im Kopf geblieben. Da war von einer Sophia die Rede und von Bootsbau. Da habe ich ja sofort aufgemerkt. Was? Genau. Kommt das nochmal? Oder ja, ist das die kommt, Idee gestorben? Nee, das kommt noch. Das ist meine Tochter und die hat. Ach, deine Tochter, Sophia. Ja, die hat ein Segelboot gebaut. Aber, was? Genau. Die kam irgendwann an und sagte so: Ja, wie und was und welches. Und dann hat sie sich ein Jahr damit befasst, ein Segelboot zu bauen. Hat dann also vom Entwurf über einen eigenen Riss, über ein Modell, also einen Modellprototypen, Spantenriss und von da aus dann zu einem segelfähigen Holzboot. Nein, ganz alleine, also ohne, ich habe das mal gesehen, auch in der Reportage, dass irgendwo an der Küste so eine ehemalige Werft, die macht das im Prinzip als Urlaubsgag oder so. Also du kannst da hinfahren und innerhalb von 3 Wochen oder manchmal auch 4 Wochen, kannst du dir dann ein eigenes Kanu bauen oder sowas. Ja, das sind andere Konstruktionen. Also das ist dann Stitch and Glue, wie man das nennt. Aber da ist es, das ist wirklich, Stitch das heißt and wirklich Glue. So. Ja, also ja. Da werden die Teile praktisch ausgeschnitten und zusammengenäht. Das wollten wir nicht, sondern meine Tochter hat dann gesagt, nee, ich will über Spanten bauen, also richtig wie früher sozusagen. Und wir sind da beide nicht ganz unbeleckt. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da oder dass sie da völlig aus dem blauen Dunst angefangen hat, das zu machen, sondern wir haben da beide schon ein bisschen was Erfahrung in Sachen Bootsbau und Bootsreparatur. Und ja, das Ganze hat dann bei uns in der Garage stattgefunden. Da hatten wir das Glück, eine große Doppelgarage zu haben und die ist jetzt voll. Oder ja, aber da steht doch vor allen Dingen deine Sachen drin, habe ich doch gehört. Aber Claudia, du hast doch gerade noch kommentieren wollen. Ich habe dich zugeredet, Entschuldigung, sag mal. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das gerade total großartig. Also das ist, ich habe gerade schon so ein, wo muss ich gerade mal hin auf den Kaffee? Ja, klar. Ja, gerne, du bist herzlich eingeladen, kein Problem. Yeah. Ja. Nee, also aber total großartig, also dass ihr halt überhaupt auch so viele coole Dinge irgendwie auch macht und dass du da halt auch deine Family halt so drin unterstützt, dass es geht. Geil. Ja, das liegt bei uns in der Familie, sag ich mal. So, also irgendwo sind
ne, das mit dem Nerd oder mit den Freaks, das ist schon, das liegt auch so ein bisschen in der Familie. Und das liegt auch in der Umgebung. Also die Leute, die ich so kenne, so in meiner Umgebung, das sind auch so ein bisschen ja besondere Personen, besondere Menschen, die eben Fähigkeiten haben oder die halt auch wirklich ungewöhnliche Dinge tun. Deswegen ja, passt das schon ganz gut. Klasse. Cool. Und das Boot schwimmt und Sophia ist damit jetzt auf den Weltmeeren unterwegs. Nein, das ist ein kleines, also jetzt so ein 3,40 Meter oder was, ich weiß gar nicht mehr genau. Also es ist eine kleine Segeljolle, die hier, die geht dann hier auf dem See hier bei uns segeln. Aber ja, das schwimmt, das segelt und das hat auch ein ganz ordentliches Segelverhalten. Also das hätten wir auch nicht so erwartet, weil wir halt auch einfach nicht wussten, weil es ein ganz eigener Entwurf ist. Wir wussten ja nicht, was passiert, sondern wir sind dann einfach hingegangen und haben es ausprobiert und dann, ja. Super. Da hat sie dann gesagt, so will ich das bauen, hat einen Entwurf gemacht. Dann hat sie ein Urmodell geschnitzt aus dieser grünen Blumensteckmasse, diesem bröseligen Zeug, kennt ihr bestimmt. Ah, ja, das kann man so schwer. Ah, das ist immer so fies an den Fingern. Genau, ja. Mir läuft es gerade kalt den Rücken runter. Das haben wir dann in ihrem Zimmer noch aus dem Boden gekratzt, das Zeug. Gitte. Aber das Modell, aus dem wir dann praktisch das Konstruktionsmodell gemacht haben, also den Spantenriss und das Konstruktionsmodell, weil wir am Anfang überhaupt nicht wussten, wie wir das machen sollen. Ja, weil das war irgendwie so, wie komme ich von einem Modellentwurf auf einen Spantenriss und auf die, ja, war halt ein bisschen schwierig so. Ja, dann erstmal was so quasi 1:1 Modell bauen und dann. Genau. Mit Pappe, Schablone und was weiß ich, so lange rumprobieren, bis man irgendwas hat, das war wo man eben, dann das, denkt, das war eben der Punkt. Ne? Da hat dann, und das war ein Zeitungsartikel, glaube ich, der uns darauf gebracht hat, diese Blumensteckmasse zu benutzen. Denn die kann man dann in Scheiben schneiden und kann diese Scheiben als Rohmodell für die Spanten benutzen. Ah. Ja, das war alles so ein bisschen so. Ja. Und ist formstabil dann trotzdem. Genau. Ja, sonst kann man drumherum malen und kann dann Maße nehmen und Spanten bauen und so. Ja. Ja, das ist schon ganz interessant. Super. Wie lange hat das Ganze gedauert, das Projekt? Ja, ungefähr ein Jahr. Also etwas weniger als ein Jahr. Und da war deine Tochter noch keine 20? Oder? Nee, wie alt war sie da? Moment, 16, 17. Also, super. Wie cool. Ja, mit 16, 17 so eine Idee zu haben. Krass. Jo. Ja, hohe Anerkennung. Also ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor deiner Tochter. Möge dieses Boot noch ganz viele Stunden, Tage und schwimmen. Und das Schöne dabei war, dass sie auch nicht vor großen Maschinen oder vor schwerem Werkzeug zurückgeschreckt ist. Ne? Das war also auch so ein Ding. Mhm. Aber das wussten wir vorher. Und es ist natürlich schön, weil dann habe ich die Möglichkeit, Werkzeug zu kaufen. Oder hatte ich die Möglichkeit, Werkzeug zu kaufen. Das war echt toll. Ja, der Mutter gegenüber, klar. Ja, ja. Wir brauchen noch eine Säge und einen Tisch und die Bohrmaschine, und die Standbohrmaschine ist auch alt, die wollen wir mal ersetzen. Und Drehbank und Oberfräse und was man also die große Oberfräse, das war eigentlich das. Ne? Ich möchte mir auch eine Fräse kaufen. Ich weiß nicht warum. Ich habe eine Tischkante, die ärgert mich, wo ich mal denke, ich müsste die mal ab. Martin, also, aber Martin, kann mir ist doch es keine völlig Fräse egal. Kaufen für eine Kante. Ja, es spielt doch überhaupt keine Rolle. Nee. Wenn es nur für eine Kante ist, du brauchst sie später immer wieder. Ja, immer. Ja, das ist so ähnlich wie bei Audio-Equipment. Der Kauf von Audio-Equipment zieht zwangsläufig den Kauf weiteren Audio-Equipments nach sich. Das ist so wie bei Werkzeug halt auch. Ja. Ich könnte mir einfach auch einen Stapel Schmirgelpapier kaufen und dann würde ich mit ein bisschen mehr Zeit das gleiche Ergebnis rauskriegen. Aber so eine Fräse ist irgendwie cooler. Ja. Genau. Ja, das ist ja auch so, das hat sich ja bei mir hier auch weiter durchgezogen. Also ich habe jetzt hier auch, ne, als das 2020 mit diesem komischen C da anfing, da musste ich da eine Weile zu Hause arbeiten. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich kartonweise Radioleichen mit nach Hause genommen und habe dann überlegt, okay, was machst du jetzt damit? Ja, und dann führte das dazu, dass ich jetzt hier eine komplette, ja, im Prinzip eine komplette Werkstatt habe. Die hatte ich schon vorher, aber die ist jetzt natürlich auf einem professionelleren Level.
weil ich dann einfach einen Grund hatte, ne, eine schöne Lötstation, eine Endlötstation in der Heißluft und so, ne, mir das da hinzustellen und ja. Jetzt kann ich hier tolle Dinge bauen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich vielleicht hier irgendwo dem Fellow Nerd irgendwie hier auf der Hörer-Couch einfach gleich ein Headset in die Hand drücke, aber dann will er wahrscheinlich mitreden. Claudia, das Zauberwort heißt Silikon. Du brauchst eine Silikonzuleitung. Lass dich nicht mit einer PVC-Zuleitung irgendwie abspeisen. Das taugt nicht. Ja, das Zauberwort ist Silikon. Habe ich heute Morgen so gelacht. Das Zauberwort ist Silikon. Ja. Ja, weil ihr erzählt, PVC taugt nicht. Ich meine, ja, was will man denn? Das ist da. Was das schmilzt. Denn? Ja, aber was will man denn als Alternativ nehmen? Bastrad? Silikon. Oder, nee, ja, Silikon. So ja, das Silikonleitung. War dann, ne, wie ganz die einfach. Backform, ist klar. Also ja, ja. Das, genau, die hält die 400 nicht alleine Grad drauf aus. Gekommen. Das ist kein Problem. Danke, dass ihr das aufgelöst habt. Ja, früher hat man ja stoffummantelte Leitung genommen. Ja, sowas, genau. Aber davon ist man dann irgendwann abgegangen, weil Stoff halt auch irgendwann brennt. So. Am Bügeleisen kenne ich das, so stoffummantelt. Ja, genau. Aber genau, das ist halt auch nur begrenzt temperaturbeständig und irgendwann brennt das Zeug auch ab. Das ist ein bisschen fies. Du sollst ja auch nicht die Schnur bügeln, sonst auch deine Klamotten bügeln. Das ist ja nur für ab und zu mal. Genau. Oha. Ja, genau. Ach so. Herrlich, herrlich. Ja, aber bevor wir jetzt den Podcast wechseln, also wir müssen jetzt mal von einem zum anderen Projekt kommen, aber ich wollte noch mal eben nachfragen, so als Amateurfunker hat man doch so einen Rufkürzel, ne? Ja, genau. Funkamateur, Funk, oh. Ihr seid ja nicht diese CB-Leute. Nein, das ist aber auch, es ist wirklich so, dass es so ausgedrückt wird und dass oft... Ah, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Oder sonst das irgendwo so Amateurfunke. Wie heißt dieses bei Monty Python noch? Dieses jetzt hab ich's Volksfront jetzt von Judäa. Ja, genau die. Volksfront. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ungefähr so. Spalter! Also Amateurfunker, die Amare, die Liebe muss nach vorne, das ist doch völlig klar. Funkamateure, nein. Bitte. Das habe ich mir genau falsch rum aufgeschrieben. Ja. Wie blöd kann man denn sein, Herr Rützler? Oh Gott. Das liegt nur daran, dass du nicht in Besitz einer ZEPT-Lizenz bist. Gott, und jetzt habe ich natürlich... Oder einer Harek, je nachdem. Funkamateur, es muss in Liebe enden. Ja, es muss in Liebe enden. So, hier, gerettet. Funkamateur, es muss in der Amare in der Liebe enden. Gut gegangen. So, darfst du die öffentlich sagen oder ist das geheim? Nee, das ist nicht geheim. Das ist ein Rufzeichen, das ist weltweit einmalig. Eben. Und davon habe ich sogar... Es ist ein NFT, also ich meine... Ja, in gewisser Weise ist ein NFT, es liegt nur nicht in der Blockchain, sondern bei der Bundesnetzagentur. Ist ungefähr genauso schlimm, aber gut. Ja, nein. Eigentlich schlimmer, aber gut. aber die Bundesnetzagentur kann auch nützlich sein. Ja, deswegen hat man sie wahrscheinlich auch erfunden. Ja, die kann durchaus nützlich sein. Und zwar, wenn man hier so Kaltakquise-Anrufe bekommt. Meistens reicht schon die Drohung. Ich habe letztens gesehen bei mir im Speicher, dass ich so von 0208 irgendwie einen Anruf bekommen habe. Und dann kam er nochmal. Dann habe ich mal recherchiert. Und dann war das irgendwie so eine Nummer, die wurde dann schon in den Suchmaschinen gehandelt. Und dann habe ich meine Fritzbox darauf programmiert, dass diese nicht mehr durchgestellt wird und am nächsten Tag ruft jemand an mit genau dieser Nummer. Da hat das mit der Programmierung vielleicht nicht so richtig funktioniert. Dann war das eine etwas gebrochen deutsch sprechende Dame und meinte, sie machte eine Umfrage im Namen von Gewerkschaftsbund oder was weiß ich irgendwie so. Okay. Und ich wäre irgendwie auserwählt worden zu beantworten. Dann habe ich aber gesagt, ich möchte keine Umfrage teilnehmen und sie soll mich bitte auch aus der Liste streichen. Und das hat sie also glaubhaft entgegengenommen. Ich habe jetzt wirklich Vertrauen, dass sie mich da rausgestrichen haben. Das sind aber so harmlose Dinger. Also schlimmer ist das, wenn das zum Beispiel Telekom-Mitarbeiter sind. Oder irgendwelche. Ja, also das ist jetzt nur stellvertretend. Also ich sag jetzt mal nicht, Telefonanbieter. Ja. Also genau. Wir haben nichts anderes gehört. Die eigentlich gar keine Mitarbeiter sind und die dann anrufen und mir Dinge verkaufen wollen. Also so da ist es meistens so, dass ich die dann in ein Gespräch verwickel, die so ungefähr 10 Minuten beschäftigt halte. Du fieser Kerl. Sie dann noch, und die dann nochmal freundlich nach ihrem Namen frage.
mir die Uhrzeit notiere und dann das Gespräch damit beende, dass ich sage, okay, dann geht die Meldung an die Bundesnetzagentur jetzt raus. Und dann sind die ganz, ganz klein mit Hut und versuchen das abzubiegen, weil das ist richtiger Ärger, den die kriegen. Das ist ganz, ganz übel. Also nicht die Mitarbeiter, sondern die, der Laden, der das betreibt. Ja. Die kriegen richtig Stress. Und aus meiner Warte raus ist das auch richtig so. Ja, natürlich. Es gibt Marktspielregeln und die sind nicht zum Spaß da, sondern damit der Markt nicht völlig überbordend ist. Und es gibt die Guten, die sich, also ich meine, Kapitalismus ist ja nicht alles schlimm. Ich bin ja auch froh, wenn ich irgendwo meine Sachen kaufen kann. Ja, es ist auch Kapitalismus. Da kann man natürlich jetzt so grundsätzlich dagegen sein, aber ich finde es ja gut, wenn ich irgendwo mein Brot oder mein Brötchen oder was auch immer kaufen kann oder meine Schuhe oder was ich sonst so brauche, meine Handys oder meine Computer. Mhm. Das ist alles Kapitalismus. Aber das ist natürlich, auch da gibt es eben Leute, die sich an Regeln halten und Leute, die sich eben nicht an Regeln halten. Und ich finde, dass die, die sich nicht an Regeln halten, die kriegen auch ordentlich eins auf die Mütze. Und das gehört auch so, finde ich. Vollkommen richtig so. Ja. Da bin ich relativ streng. Ja, ist auch so. Es geht mir ganz genauso. Also, umgekehrt ist es ja so, dass diejenigen, die sich an die Regeln halten, für die ist das Aufwand, für die ist das Marktverlust, ja, oder was auch immer. Ich habe im Datenschutz zu tun und da ist das gleiche in Grün. Firmen, die sich an den Datenschutz halten, die vernünftig damit umgehen, die müssen sich kümmern. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet Ressourcen und die sich nicht kümmern, haben natürlich erstmal einen Vorteil. Aber das ist nicht hinzunehmen. Die müssen dann auch durch andere Maßnahmen eingefangen werden. Und das ist völlig richtig. Ja, so ist das, genau. Und deswegen Mission bin zu ich Ende da auch jetzt. Knallhart. Ja, genau. Also zurück zum Rufzeichen. Ja, bitte. Ach ja, endlich. Das, genau, davon habe ich sogar mehrere. Ach. Ja, weil es gibt ein persönliches, also man hat immer, wenn man die Prüfung abgelegt hat und eine Zulassung zum Amateurfunkdienst, wie sich das nennt, beantragt hat, dann bekommt man ein persönliches Rufzeichen. Das ist bei mir das DK6TM. Man kann sich mittlerweile die Kombinationen aussuchen und die Buchstabenkombination ist nicht, die hat nichts mit Namen oder irgendwas zu tun, sondern die hat was mit der Übergabe im Morsecode zu tun, die dann relativ einfach ist oder einfacher ist. Dann habe ich ein zweites Rufzeichen, das ist ein sogenanntes Ausbildungsrufzeichen. Das heißt, mit dem Rufzeichen kann jemand, der nicht Funkamateur ist, Funkbetrieb machen, während ich daneben sitze. Ja, das ist das DN, also DN6TM. Das sind Ausbildungsrufzeichen. Und dann habe ich noch ein, oder hatte eigentlich ein sogenanntes DE-Rufzeichen. Das ist ein Hörerrufzeichen, also rein für den Hörbetrieb. Man darf also mit dem Rufzeichen auf dem Band nicht senden. Aber man kann zum Beispiel Bestätigungen bekommen auf dieses Hörerrufzeichen. Das heißt, man kann sich ein Gespräch anhören oder eine Radiosendung oder weiß der Kuckuck was und kann dann auf dieses Rufzeichen eine Bestätigung bekommen. Nur das habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr genutzt, deswegen ist es irgendwann verfallen. Ja, das ist so die Auswahl. Und ich hatte auch mal ein Rufzeichen für eine automatisch arbeitende Station, aber das habe ich dann auch irgendwann abgegeben, weil es einfach zu teuer war und ich das nicht genutzt habe. Das war eigentlich der Nachteil dabei. Ja. Jetzt probiere ich mal was aus hier. Warte mal, wenn ich diesen Knopf drücke und diesen Knopf drücke. Ja, in der dann? Geschwindigkeit kann ich das noch lesen. Was habe ich gemorst? DK6TM. Lars, stimmt bisschen, das? Ja, ein bisschen ja, CW stimmt. Kann ich noch. Ja, ja. Bisschen CW kann ich noch. Wow. Also ach, wenn jemand langsam gibt, dann kriege ich das meistens noch irgendwie dekodiert. Insbesondere, wenn es mein eigenes Rufzeichen ist. Ja, hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Ja. Das habe ich mir tatsächlich alles nicht gut gemerkt. Also ich habe es dann aber auch hinterher tatsächlich einfach nie verwendet. Also auch nie geübt. Wie, du hast eine Morse-Ausbildung? Nein, aber ich habe auch eine ZEPT-Lizenz und ich habe auch ein Rufzeichen. Was?
Aha. Ja, und der andere ZEPT-Lizenzinhaber, der sitzt ungefähr 2 Meter hier weiter und lötet Dinge vor sich hin. an irgendwelchen Dingen mit Mesh-Geräten. Da müsste ich ihn aber jetzt selber gerade dann reden lassen. Ja. Also das ist jetzt hier gerade irgendwie total in und alle haben diese kleinen Geräte, wo sie sich Nachrichten schicken und ja. Oh mein Gott. Ja, dieses, wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Mesh-Dingsbums, ja. Ja, Mesh und das andere ist LoRaWAN. Das ist auch so ein Trendprodukt im Moment. Ich kann damit immer nichts anfangen, weil ich nicht weiß, was dieses Ding tun soll und machen soll. Siehst du, und mir sind immer die Nachrichten zu kurz und ich denke mir, es wäre doch eigentlich total geil, wenn ich da jetzt einfach ganze Romane drüber schicken könnte. So einfach nur, weil es geht. Aber ja, nee. Das haben wir in der CW-Ausbildung gehabt. Da hat der Diethelm, der das damals gemacht hat, der hat uns dann, kennt ihr die Mühlentexte? Nee. So altdeutsche Texte über Mühlen, also über die Funktionsweise von Mühlen, Wassermühlen und Windmühlen. Aber böse, weil da so verschiedene Buchstaben drin vorkommen, die es heute, also das, so Buchstabenkombinationen, die heute nicht mehr verwendet werden. Das heißt, also so wirklich ganz altes Deutsch eigentlich mit viel Y drin und so. und du kannst dann, wenn du das hörst, musst du die einzelnen Zeichen hören. Du kannst keine Wörter mehr interpolieren. Mhm. Ja, wenn du einen normalen deutschen Klartext, den kann ich ganz gut, selbst wenn ich 3 Zeichen zwischendurch nicht mitbekomme, kann ich das immer noch irgendwie interpolieren. Aber bei den Mühlentexten, Schwierig, ja, okay. Ja. Großartig. Ja, cool. das war schon echt fies. Also Darf ich noch eine kleine Aufgabe stellen? Bitte. Hier ist noch ein Momose-Code. Vielleicht kannst du den auch dekodieren. Der wird in der gleichen Geschwindigkeit, weil es die gleiche Maschine ist, hier gemacht. Ja. Achtung. Ja, erkennbar? Ja, ich muss nur... Ich glaube, das war mein Rufzeichen. Genau. Ja, das, du hast es erkannt. Das zweite Zeichen, da bin ich nicht mitgekommen, aber soll ich nochmal? BJ, alle Hörenden. 9BJ, richtig? Ja, das haut hin. Da fehlt eine 8. Nein. Keine 8. 8? Nein. Ach, DB. DB? DB. DB. Ach, DB. Ja. Okay, der DB. Ja, okay, Monitor ist ein bisschen weiter weg. Das liegt am Copy und Paste. Ich habe einfach, naja, gut, es ist DB. Ja, DB9. Ja. Und so wird das Feuer im Garten hier zum Funkfeuer. Martin ist schon wieder Feuer und Flamme. Ja, aber richtig. Ja. Sebastian, hast du auch so eine Kennung? Nee, kann ich nicht bedienen. Also wirklich. Ich auch nicht, aber Vera hat bestimmt eine. Komm, raus damit. Ich habe keine, aber ich kann mich erinnern, als unser Bruder damals hätte auch so eine Antenne und so ein Funke, keine Ahnung, was das war. Ich war sehr jung, dass wir uns da immer mal heimlich dran gesetzt haben und auch mit den Leuten gesprochen haben. Wir waren Kinder, wir wussten nicht, dass man da irgendwas... Ja gut, egal. Ja. Das, genau, auf jeden Fall, das ist so, aber die Antenne... Also die Halterung der Antenne ist immer noch am Haus angeschraubt. Bei meinen Eltern, aber nee, sowas hatte ich nie. Ich muss ja die Leute hier von der Telekommunikationsbehörde auch sehr in Depressionen stürzen, weil als ich dann hier die Prüfung gemacht hatte, ein paar Monate später, riefen sie dann hier tatsächlich an, wie es denn jetzt mit meinem Aufbau meiner Sende- und Empfangsanlage aussähe. Wahrscheinlich, weil sie halt nicht so viele Frauen haben, die sie das mal fragen können. Ja. Und ich musste sie dann herb enttäuschen, als ich sagte, es tut mir ganz schrecklich leid, ich habe nur so ein kleines Baufeng-Handfunki. Das können Sie sich gerne angucken, kommen. Sie kriegen auch einen Kaffee, aber, ja, aber spannender wird nicht. Genau, ja. an der Stelle müsste ich dann jetzt gerade kurz weitergeben an den Fellow Nerd.
Der hat wahrscheinlich mehr Dinge, die sie sich irgendwie vielleicht angucken können wollten, aber aufgebaut ist davon ja auch gerade nichts. Es tut mir schrecklich leid. Naja. Ich glaube ja, wir müssen das nochmal vertiefen, aber dann in einem anderen Sendegarten, denn ich gucke auf die Uhr, wir haben noch eine halbe Stunde, dann müssen wir jetzt mal irgendwie gucken, dass wir vielleicht auch das zweite Angebot vom Stefan noch ein kleines bisschen beleuchten. So leid mir das jetzt auch tut, weil es gerade so schön abdreht. Ich mache es. Aber am Ende kommen mir die Bisamratten und dann wird es wieder ein bisschen unangenehm. Also man weiß es nicht. Aber man weiß es nicht, genau. Man weiß es nicht. Aber kannst du ja damit leben, Claudia? Oder möchtest du, dass der Fellow Nerd jetzt kommt? Ich meine, überhaupt. Nee, lass das lieber. Dann machen wir das lieber umgekehrt. Dann machen wir das lieber umgekehrt. Genau, dann schickst du den bei uns vorbei. So. Genau. Und dann das machen wir mal so Sachen halt. Mhm. Ne? Genau, machen wir das so. Gerne. Okay, verabredet. Super. Ja. Oh, hier sind Fotos. Du hast uns gerade Fotos geschickt von deinem Silikonschlauch. Sehr schön. Silikonschlauch. Ja, das ist, wie gesagt, das ist so eskaliert. Warum auch immer, keine Ahnung. So, ja? Manchmal bleibt man hier an komischen Sachen hängen. Ja, ja. So, aber gut. Also das ist das Nerdgelaber. Das machst du überwiegend Das ist das Nerdgelaber. Zu zweit mit dem Julian. Genau. Da gibt es jetzt 6 Episoden. Ja. Und gestartet habt ihr im Corona-Jahr August 2020 damit. Und kurz danach hast du gedacht, das reicht mir nicht, ich will noch mehr. Nee, das stimmt nicht. Nein, gut, das ist ja wunderbar. Dann erklär mir, wie war es denn wirklich? Also, Wirklichkeit war, dass zuerst das Nischenleben-Projekt da war. Ach, guck. So, das gärt nämlich schon seit, keine Ahnung, Mitte 2019 vor sich hin. Oder Gerte? Ah, da ist doch Fuchskind auch irgendwie mit dabei, oder? Nee, Frau Anders. Nee, Frau Anders ist dabei, genau. So, und das war richtig. Auch der Grund, mehr oder weniger, warum das so lange vor sich hin gegärt hat. Aha. Und zwar hatte sie mit mir zusammen, ich weiß nicht mehr, wo wir uns, ich glaube, das war auf dem Camp oder so, da haben wir dann überlegt, okay, wir müssen da irgendwas machen. Oder sie hat zu mir gesagt, ich sollte da mal irgendwas machen. Und ich habe dann gesagt, gut, kann ich ja tun, aber da muss ich jetzt erstmal gucken, wie und was und vorbereiten und dies und jenes. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, irgendwie kriegen wir das jetzt hin, aber die Frau Anders muss dann in die erste Episode. Und das hat dann eine Weile gedauert, weil ursprünglich war geplant, dass ich irgendwann mal hinfahre oder sie hier runterkommt oder wie auch immer. Dann kam das C, dann haben wir beschlossen, nee, das wird so nix. Ja. Also nachdem wir dann noch mal ein paar Monate gewartet hatten und überlegt hatten, können wir das vielleicht doch machen oder nicht oder wie auch immer. Ja, und dann hat sich das dann alles noch ein bisschen verzögert. Das war, glaube ich, irgendwann dann 2020 im Oktober oder so, ich weiß gar nicht. Ist die Episode dann rausgekommen. Das steht zumindest auf deiner Homepage drauf. Genau, das steht da, müsste da drin stehen, genau. So, und die Idee war oder ist, über Menschen und Dinge zu sprechen, die nicht unbedingt so Mainstream sind oder auch um Lebenswelten, die nicht irgendwo in den, ja, ich sag's immer, in das Übliche gehören, zu reden. Und ja, da sind jetzt auch schon ein paar gute Sachen bei rausgekommen. Unter anderem auch mit Paula. Mhm. Und eben mit der Frau Anders. Und da sind halt noch so ein paar mehr Leute. Der Herr Anders übrigens auch. Ja. So, das war so die Idee dabei. Eigentlich die erste Idee. So, und wie definierst du denn dieses Anders oder die Nische oder so. Ist das mehr so aus dem Gefühl heraus? Ja, das ist aus dem Gefühl raus. Das war einfach irgendwo so, dass ich gesagt habe, okay, wer halt einen Lebenslauf hat, der nicht, ja, ich sag mal so straight ist oder der auch irgendwo, ja, ich sag mal abgebogen ist oder irgendwo nicht in dem Sinne verlaufen ist, dass es ja so der Standard ist, sage ich jetzt mal. Ja, also wenn man das nicht so einfach so problemlos von vorne bis hinten, sondern wo es dann eben Ecken und Kanten gibt und Biegungen gibt und wo es auch Sachen gibt, die vielleicht
ja, nicht so optimal gelaufen sind, die aber dann dazu geführt haben, dass dann wieder was anderes passiert ist, was dann eben viel, ja, viel mehr gebracht hat oder viel mehr, ja, für die Person selbst irgendwie ausgelöst hat, als das jetzt ein in Anführungszeichen Standardlebenslauf getan hätte. Und das war so die Idee dabei und ja, da werkel ich jetzt halt auch schon seit einer Weile dran rum. Da habe ich die aktuellste Episode gehört, gestern Abend beim Spülen, das hast mich beim Spülen begleitet. Oh. Ja gut, und das ist aber auch... Also das war das Erste, was ich von dir gehört habe und ja? Mein erster Gedanke war, oh, angenehme Stimme. Sehr schön, oh, er spricht aber schön ruhig. Das haben mir schon viele gesagt, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Weil du eine angenehme Stimme hast vielleicht. Okay. Ja, möglich, ja. Also nicht so ein Piepston drin, ne, dass man den dann nachbearbeiten müsste, weil es Menschen ja irgendwie ins Hirn schießt und den Tinnitus übertönt. Hm. Und dann hast du da sehr offen über deine eigene Nische sozusagen gesprochen. Genau, ja. Die Nische ist noch viel größer, also das ist jetzt nur ein Teilaspekt. Ein ganz kleiner Teilaspekt eigentlich. In den anderen Episoden kommt da noch mehr oder ist da noch mehr. Ja. Aber das ist nur ein Teilaspekt. Also, ne? Also ich darf es jetzt sagen, weil du es veröffentlicht hast. Ja, natürlich. Das ist jetzt kein Geheimnis. Du hast da erzählt, dass du mit dem Thema Depression lebst. Genau. Ja. Und das aber relativ spät erst für dich erkannt hast. Mhm. Und seitdem... Ja, ist es der schwarze Hund dein Begleiter und manchmal ist er brav in der Ecke und manchmal knurrt er dich an. Also ist genau, so ist das. Es ist einfach nie weg, sondern immer da, nur manchmal präsenter und nicht präsent. Und du hast aber, das fand ich das Positive und das Angenehme zu hören, irgendwie einen Weg gefunden. Genau. Durch tiefe, tiefe Täler durch. Also das war schon... Oh, ich bin froh, dass ich einige Teller nicht habe fallen lassen dabei, aber am Ende oder auch, du redest ja jetzt mit mir und mit uns und du redest mit deinen Zuhörenden, das heißt, dir geht es im Moment so gut, dass du das tun kannst. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Phasen in deinem Leben gegeben hat oder auch geben wird oder wo das gar nicht möglich ist. Das ist ja der Punkt. Da ist die Schildkröte dann eben. Ja, aber ich mache das ja auch nur dann, wenn es mir gut genug geht. Ja, das ist auch so ein bisschen, dass das dann manchmal auch ein bisschen dauert. Ja, dass einfach irgendwo das eine Weile braucht, bis ich dann halt die Möglichkeit oder auch ja, die entsprechenden Personen halt auch finde. Und die Geschichte mit der Depression, also über die Depression, das ist auch schon, das gärt auch schon länger. Das ist eine Arbeit von seit, weiß ich nicht, Ende November hat das angefangen oder Mitte November habe ich damit angefangen. Und da kommen jetzt auch noch Episoden nach. Ja, da kommt also jetzt nochmal, kommt noch was nach, weil das auch bei jedem wieder individuell ist. Ja, es ist ja so, ich kann ja nur sagen, wie es bei mir ist. Ja. Ja. Ich kenne ja nicht das, was von anderen kommt, sondern das muss ich ja erstmal erfahren. Und das war der Grund dafür, warum ich gesagt habe, okay, ich traue mich, das jetzt alleine zu machen. Und dann, von da aus gehe ich dann weiter und dann kommen andere Leute dazu, die dann ja die Lücken sozusagen füllen können. Ne? Mhm. Du hast das so flüssig gesprochen. Hast du da irgendwie hinterher viel Schneidaufwand gehabt? Oder ist das Thema tatsächlich bei dir, ich weiß, dass, also es gibt so Themen, da kann ich auch fließend drüber reden und da brauche ich gar nicht viel nachzudenken, sondern das kommt einfach so aus mir raus irgendwie. Ist das so ein Thema, ja, ne? Es ist, du hast dich da ja, so, natürlich. So viele Jahre mit auseinandergesetzt. Ja. Ja. Einerseits ist es das, andererseits fällt es mir aber auch leicht, Vorträge zu halten. Also das ist, na, sonst hätte ich auch die Amateurfunkausbildung zum Beispiel nicht machen können. Das ist ein Abend, das sind 3 Stunden, die ich frei vor mich hin erzählen muss. Oh ja, fachlich das ist gesehen. Eine Herausforderung. So, und damit habe ich überhaupt kein Problem. Mir ist es auch egal, wie viele Leute dann davor sitzen. Deswegen, das funktioniert, also das kann ich machen. Und dann läuft das einfach. Ja, ich fand das beeindruckend. Also das Thema Depression ist ja etwas, was gerade in den letzten Jahren ein bisschen
in die Öffentlichkeit gekommen ist. Da gab es ja den Fall mit dem Fußballspieler, der sich da leider das Leben genommen hat. Da wurde es ja nochmal, also glaube ich, auch der allgemeinen Öffentlichkeit, selbst denen, die es bisher ignoriert hatten, beim Thema Fußball sind ja doch die allermeisten irgendwie aufmerksam. Da wurde es dann bewusst und es wurde dann auch nicht unter den Teppich gekehrt, sondern im Gegenteil, da wurde dann tatsächlich so eine Öffnung zum, also ich würde sagen, ja, das gibt es halt auch. Die Welt ist groß und bunt und auch das hat seinen Platz. Ich glaube, in der Generation meiner Eltern wäre das eher noch so, wie nennt man, wir haben hinter verschlossenen Türen geblieben oder so. Das wäre nicht der gesellschaftlichen Norm irgendwie angemessen gewesen. Man hätte unter vorgehaltener Hand über das Thema gesprochen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, da hat sich die Gesellschaft insgesamt ein bisschen geöffnet und gesagt, ja, das Problem gibt's auch. Und wenn dir das jemand erzählt, dann ist der jetzt nicht der absolute Sonderfall und der kriegt die Kette, dann leben die auf die Kette, sondern das kann dich genauso gut treffen. So oder das ähnlich. Es kann jeden treffen eigentlich. Genau. Und je nach Voraussetzungen mehr oder weniger schwer. Ne? Das ist halt, das gehört halt dazu. Ja. Nur, ich sag mal so, wenn jetzt, also das wird möglicherweise wahrscheinlich Thema der nächsten Episode, weil bei mir ist das Ganze relativ lange her. Also die Diagnose, das sind jetzt fast 20 Jahre. Ja. Und ich sag mal, ich habe damit leben gelernt. So, weil ich auch genau weiß, es geht nicht wieder weg. Es ist chronisch. Und damit habe ich auch jetzt kein großes Problem mehr. Also ich kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt so, ich kann damit leben und ich weiß, wo ich aufpassen muss und wie das funktioniert. Aber ich werde mich jetzt mit jemandem unterhalten, wo das akut ist. Also wo das praktisch frisch akut ist, was eine ganz andere Welt darstellt. Der ist sprechfähig darüber? Der kann das erklären, beschreiben? Ich gehe davon aus, ja, wir versuchen es einfach. Ui. Ja, drück die Daumen. Wir werden also es auch, einfach versuchen. Auch vor allen Dingen deinem Gesprächspartner, dass er das gut... Aber das, Partnerin, das wird möglicherweise hart, aber ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Also bisher haben wir das gut auf die Reihe gekriegt. So. Also es ist ja nicht so, dass wir uns dann zum ersten Mal drüber unterhalten. Ja. Denn ja, das du bist ja erfahren. Geht auch nur dann, wenn auch die Kraft da ist und wenn die Möglichkeit da ist. Und wenn nicht, ja gut, dann verschieben wir es halt. Was soll's. Ja. Also wenn er nicht gerade eine Live-Aufnahme macht, dann könnt ihr ja auch alles, was ihr auf Band oder auf Tonspur gebannt habt, ja auch mit einem Klick löschen, von daher muss das ja genau, nicht. Genau, das ist der Punkt. Deswegen mache ich mir da jetzt relativ wenig Gedanken drum. Ja, wir werden es einfach versuchen. Also. Ja. Weil du da auch, also das ist jetzt, ist das auch so ein bisschen Aufklärungswunsch? Ja, es ist Aufklärung. Es ist vor allen Dingen aber auch das Zeigen, dass es wirklich individuell ist. Also weil das so, es ist so ein Thema und die Allgemeinheit weiß, okay, die Menschen sind niedergeschlagen, die sind traurig, die kriegen nichts mehr auf die Reihe, die sind antriebslos und im Zweifelsfall sind sie dann einfach plötzlich nicht mehr da. Ja. Aber was dahinter steht, welche Mechanismen das sind, wie das alles funktioniert und wer jetzt wie auf irgendwas reagiert und wie empfindlich man wird und wie schwierig das Ganze ist, das fällt dann eher unter den Tisch, weil das ist was eher persönlich ist, eher individuell ist und wo auch ganz oft keiner drüber redet. Ja, weil es einfach dann zu, vielleicht auch zu individuell ist und zu intim ist, was da jetzt genau passiert. Und ich glaube, das ist für viele wichtig zu wissen. Und ich kann mittlerweile so offen damit umgehen, weil ich sagen kann, okay, ich habe nichts, oder was, der Spruch ist blöd, ich habe nichts zu verlieren. Also mir, ne, das und deswegen kann ich die Arbeit machen und kann das, kann mich da rein versetzen, kann sagen, hier, guck mal, das
sind die Dinge, die da passieren. Ne? Ja. Oh, ich weiß gar nicht, ob der Spruch so blöd ist. Also, ja, es kann man ist so einfach, und so sehen. Ja, klar. Ja, klar. Aber es ist letztendlich wirklich so. Ja. Und ich habe also diese 20 Jahre mit Selbsthilfearbeit auch verbracht. Deswegen glaube ich schon einschätzen zu können, was geht und was nicht geht. Mhm. Gerade jetzt auch in Akutsituationen. Mhm. Also da gibt es auch ein paar Geschichten, auch wenn es auch ein bisschen fies ist, aber auch mehr oder weniger lustige Geschichten, die da schon passiert sind. Also wenn man wir haben also so einen geflügelten Spruch, das ist der mit dem Hubschrauber. Ja, eigentlich zurückgehend auf eine Begebenheit, wo wir jemanden wirklich fast per Hubschrauber hätten suchen lassen müssen. Ist auch schon lange her. Ach so. Und seitdem gibt es diesen Spruch, ihr, ne, geht's oder soll ich den Hubschrauber schicken? So als wirklich, okay. Ja, das ist dann einfach da. Aber das sind dann so Sachen, die dann als Insider durchaus gehen. Ne? Was jetzt ein Außenstehender nie verstehen oder nicht verstehen würde oder der dann sagen würde, was macht ihr denn da? Ja, ja. Aber letztendlich funktioniert das ganz gut. Ne? So. Ja. Aber es ist halt ein bisschen fies. So. Ja, das ist so. Ja. Ja. Das ist aber auch so ein bisschen die Mentalität der Menschen im Ruhrgebiet, die sind, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen anders. Also, ja. Die haben eine andere Form von etwas groben Humor, sagen wir mal. Den muss man ja, auch genau. mögen. Ja, so ein bisschen nicht, fiesen Humor, das gehört dazu. Ja, schon. Da kann man manchen Süddeutschen mit echt aus den Angeln heben, sozusagen. Ja, das ist wohl wahr. Ja gut, ich komme ursprünglich aus Bochum, deswegen, man hört es vielleicht auch ein bisschen. Das gar nicht, aber nicht? Okay. Ja. Ich höre es ja, nicht, jetzt nicht vermutet. Dann habe ich das mittlerweile weitgehend abgelegt, weil, also das eine Zeit lang war das doch ganz schön auffällig, als wir dann Richtung Rheinland gezogen sind, da haben dann schon mal Leute ein bisschen doof geguckt. Aber gut. Also ich, die ohne nennenswerten Dialekt aufgewachsen bin, höre da schon noch eine leichte Färbung. Wollte ich gerade sagen, also die genau, muss noch also da man sein. Hört ja, gut, den Ruhrpott der Martin schon hört noch das raus. Nicht, weil er selber ja, da drin steckt. Genau. Vermutlich. Das kann man so auch nicht sagen. Hör mal, so geht das aber nicht. Genau, ja. Was ich noch kurz erwähnen muss, was mir positiv aufgefallen war, oder was positiv aufgefallen, bla. Was ich bemerkenswert fand, du hast in dieser Beschreibung der Depression, also deiner eigenen, beziehungsweise deiner Gedanken dazu, du hast ja einiges Allgemeines beschrieben, dann wiederum auf dein Beispiel bezogen, aber du hast auch die Umwelt, also die Menschen, die mit betroffenen Menschen umgehen, also in der Nähe sind sozusagen thematisiert. Ja. Insbesondere, das hast du auch ganz offen gesagt, die Entwicklung deiner Ehe. Mhm. Also du hast das fand ich total faszinierend, dass wir mussten uns neu kennenlernen. Also nachdem du da eine Intervention bekommen hattest, die dich da irgendwie stabilisiert hat, ich weiß die richtigen Worte zu finden, ist nicht so einfach. aber das hast du, da bin ich ein anderer gewesen. Da bin ich ein anderer, ich bin irgendwie anders gewesen und da musste meine Frau mich auch erstmal neu kennenlernen. Wo ich auch gedacht habe, wow, das Nein, ist aber... Nein, wir mussten uns gegenseitig neu kennenlernen. Oder gegenseitig, ja. Wo ich auch dachte, ja, das sind noch so Nebenbedingungen, da hätte ich noch nie gar nicht drüber nachgedacht. Und das sind sicherlich auch Momente, wo dann eine Ehe durchaus an ihre Belastungsgrenzen kommt. Auf jeden Fall. Und wo der Ehepartner dann sagt, nee, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, das kann ich nicht. Ja. Ja, aber das passiert sogar relativ häufig. Also die Häufigkeit ist so hoch, dass, ich sag mal, in unserer Umgebung, ne, das ist ja auch zwangsläufig so, dass man dann Leute kennenlernt und dass wir auch ganz viele Leute kennen, die im Prinzip ähnliche Erlebnisse hatten. Und von denen sind ganz viele Paare, die sich getrennt haben. Also wirklich, mehr als die Hälfte. Und da sage ich immer, wir haben einfach nur Glück gehabt. Das ist so. Ja, vielleicht also, aber auch. Wir haben die Arbeit, wir haben uns darauf eingelassen, daran zu arbeiten. Ja. Und gemeinsam zu überlegen, wie wir damit fertig werden sozusagen. Denn ich weiß gar nicht mehr, als ich
Ja klar, das war direkt an dem Tag, als ich da in die Klinik gegangen bin. Da habe ich irgendwie in einem Anflug von, weiß ich auch nicht, zu meiner Frau gesagt, also ja, wenn du dich jetzt von mir trennen willst, ich kann dir keinen Vorwurf machen. So, ja. Und sie so, was? Nee, gibt's hier nicht. Und ich so, okay. Ja, so dieses, ne, das, solche Unterhaltungen treten dann plötzlich da rein. Ja. Und dann denkst du so, ja. Ne? Und das war halt einfach für uns auch der Anfang von dem, dass wir halt gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt dran gehen und müssen uns halt einfach neu kennenlernen. Einfach ist gut. Mhm. Also, ja. Ne? Aber das war eigentlich, wenn man jetzt mal von dem ganzen, ja, von den Schmerzen sozusagen absieht, war das das Beste, was uns passieren konnte. Also für uns, für unsere Beziehung, war das gut. Also schön, im Nachhinein. Das im Nachhinein, ja genau, wenn man das rück ja, klar. Ja. Ja, irgendjemand, also, sagte mal, dass das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden oder so. Also, genau, ja, so ist es auch. Ne, wenn man zurückschaut, manchmal, ja, wir haben natürlich auch so ein bisschen die Tendenz, die Sachen dann so zurechtzulegen, dass sie auch für uns irgendwie eine logische Reihenfolge ergeben, weil wir irgendwie mit der Logik, also wir möchten gerne eine runde Geschichte, auch eine eigene hören, und da wird vielleicht das ein oder andere auch kausal erzählt, ja, ich habe das gemacht um das oder weil das oder so, was damals oder als die Entscheidung anstand überhaupt nicht relevant gewesen ist, aber egal. Dann, ja, aber das ist ja egal, weil die Entscheidung, eigentlich waren das zwei Entscheidungen. Einmal meine Entscheidung, am Leben zu bleiben, und unsere Entscheidung zu sagen, okay, wir stehen das gemeinsam durch. So. Ne, das war also der Punkt. So. Mhm. Ja. Und da drumherum gibt es ja auch noch ganz viele Details, die ich jetzt gar nicht geschildert habe, weil die einfach für das Thema uninteressant sind. Ja, und weil die auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, in gewisser Weise. Klar. Ja. Aber es gibt ganz viele Details da drumherum, die natürlich dazu geführt haben, dass es auch immer wieder irgendwelche Eckpunkte gegeben hat, wo wir uns angeguckt haben und gedacht haben so, oh mein Gott, wie stehen wir das bloß durch? Ja, wie kommen wir da jemals dran? Ja. Und das hat sich aber alles später dann mehr oder weniger von selbst ergeben. Also wir haben das aufeinander aufgebaut und haben ganz kleine Schritte zu machen versucht. Und ich sag mal, diese erste Phase hat 2 Jahre ungefähr gedauert. In etwa. So, und dann von da aus dann eben weiter, immer weiter und weiter und weiter. Und mittlerweile ist das so, dass wir, oder das war auch schon vorher so, dass wir uns in vielen Dingen einfach blind verstehen. Ja, dass wir oft dieselben Gedanken haben und dadurch war das auch gar nicht so schwierig, sage ich jetzt mal. Also im Nachhinein betrachtet, klar. Hm, Aber trotzdem schön, also schön, dass es so geklappt hat. Ja. Dass du diese starke Partnerin hast, die dann einfach auch sagt, nix da, ich lass dich da nicht alleine sitzen. Ja, genau. Sondern ja. Das probieren wir jetzt so lange, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Natürlich, sie wird irgendwann auch, also sie hat ja sicherlich auch einen Selbsterhaltungstrieb, und wenn es ganz unmöglich wird, würde sie wahrscheinlich auch irgendwann mal die Reißleine ziehen. Aber sie ist zumindest nicht frühzeitig davon gelaufen und hat das durchgestanden. Und das war wahrscheinlich alles noch bevor es Sophia gab, denke ich mir, oder? Nee, das war danach. Ach, da gab es sie schon. Gut. Ja, doppelt schwierig natürlich. Ja, das war richtig. Das hat das Ganze noch mal ein bisschen erschwert. So. Ja. Ja, umso schöner, dass du jetzt irgendwie für dich Wege gefunden hast, das zu verarbeiten. Ja, und auch in die Zukunft zu gehen. Mhm. Ja, also jetzt auch mit anderen Leuten, also andere Menschen, die jetzt in der Situation sind, unterstützen zu können. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob dir der Begriff Pay Forward was sagt. Das ist, du bekommst ganz viel Unterstützung von Menschen. Also das ist mir auch so gegangen. Ich habe also von ganz vielen Leuten in der Zeit ganz viel Unterstützung bekommen. Und also nicht nur in der Partnerschaft, sondern generell auch von außenrum, von ganz vielen Leuten,
haben wir ganz, ganz viel Hilfe bekommen und ganz viel Unterstützung und ganz viel, ja, was einfach so nötig war. Und da habe ich dann irgendwann, das ist aber schon ein paar Jahre her, habe ich anfangen können, das halt zurückzugeben, aber nicht an diejenigen, die uns damals geholfen haben, weil das gar nicht geht oder oft gar nicht mehr möglich war, sondern an diejenigen, die jetzt in der Situation stecken. Also denen es jetzt akut, die jetzt akut ein Problem haben. Und das ist eigentlich das, was dieser Begriff einfach darstellt. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Weil ich kann zwar die Wege nicht verkürzen, ich kann zwar Hinweise geben, ich kann den Weg nicht verkürzen, das musste ich auch auf die harte Tour lernen, aber ich kann eben sagen, so, ich kann dich unterstützen in dem Moment. Ja, und brauch nicht, du gehst den Weg möglicherweise nicht alleine, sondern da gibt es jemanden, der da helfen kann oder der da noch mit reingehen kann und das unterstützen kann. Ja. Ja, und da sind auch so einige, die davon schon profitiert haben. Die dann gemerkt haben, okay, es ist ja hilfreich, wenn da jemand ist, der das Ding kennt und der genau weiß, was passiert jetzt gerade. Ja. Es ist ein bisschen halt wie so ein Netz, wo man dann auch aufgefangen werden kann. Also es ist ein Netzwerk. Das Bild hinkt natürlich, aber so. Ja, aber es ist wirklich so. Es ist ein Netzwerk, das sich darum bildet. Und das ist schon was Feines. Großartig. Ja. Ja, wie gesagt, es ist zwar ernst, aber nicht hoffnungslos. So. Sehr schön. Ja, also auf jeden Fall, ich kann diese Stichprobe sozusagen aus den Nischenleben kann ich also wärmstens empfehlen. Die ist mir gestern Abend wirklich sehr nahe gegangen. Und ich habe war spontan. Meine Ohren konnten nicht mehr aufhören, bis die Episode zu Ende war. Und das ist ein Zeichen. Also das bedeutet das ist schon interessant, weil ich damit eigentlich gar nicht gerechnet hatte. Weil ich dachte so, alleine, ohne ein Gespräch, das ist super schwer. Und du das hast ist das wirklich unheimlich schwierig. Ja, das ist echt gedacht, schwierig. Okay, jetzt setzt du dich da dran und versuchst es einfach. Und es ist nicht bei einem Versuch geblieben. Also das muss ich auch dazu sagen. Okay. Und es hat auch lange gedauert, bis ich dann ja so den Dreh gekriegt habe und überlegt habe, wie kann ich das machen und wie läuft das, wie. Und ich habe durch das Podcasten auch ein bisschen gelernt, meine eigene Stimme zu hören. Ja, dadurch, dass ich das ja zum Schneiden immer wieder hören muss. Ja, weil ich dann halt einfach, also das Einzige, was ich im Prinzip rausschneiden musste, waren Denkpausen. So, weil ich das Ding einfach laufen lasse, weil ich mich darauf konzentrieren muss zu reden und nicht da irgendwie noch in dem Programm rumzufuhrwerken. So, das war also das, was ich hinterher machen musste, aber ich habe kein Problem mehr damit, meine eigene Stimme zu hören. So, aber das trotzdem hat das alles einfach lange gedauert und hat lange vor sich hingegoren, bevor ich das damit rauskommen konnte. Ne? Und dann hatte ich einfach vorgestern so das Ding, komm, jetzt hast du das zugesagt, jetzt muss diese Episode noch raus vorher. Das war der Antrieb dann. Ne? Ja. Das war die Motivation. Ist gut aufgegangen, die Überlegung. Ich glaube auch. Schön. Ja, super. Dankeschön dafür. Ja. Und Dankeschön dafür, dass du uns jetzt hier auf der Sendegartenbank so deine beiden Projekte so schön vorgestellt hast. Ich kann sagen, eine Hörempfehlung. Könnte auch ein Blütenschatz sein, aber ich habe noch zwei andere, wo ich gerade Blütenschätze sage. Ja, genau. Ja, ja. Nee. Also ja, Stefan. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein durfte. Du bleibst doch hoffentlich noch die letzten paar ich Minuten, noch hier, oder? Ja. Gut. Ja, natürlich. Aber das war richtig schön. Also das hat mir gut gefallen. Und ist schön. Schauen wir mal, gerne wieder. Ja, und Claudia kommt zu dir oder bringt den Fellow Nerd mit und dann macht ihr mal so einen richtigen Nerd-Gelaberabend. Da müssen wir mal, was machen. Das ist notfalls auch remote, aber da müssen wir, glaube ich, mal irgendwie. Remote löten. Ja, das haben wir auch. Das ist in den letzten zwei Jahren ganz, ganz aktuell geworden. Remote löten und auch Remote Ausbildung und Kurse und so Kram oder so, so Kleinigkeiten. Ja, da ist ziemlich viel passiert, genau. Ja. Aber ja, total gerne. Ich muss ihn da nachher gleich mal nötigen, dass er sich da anspitzen. Genau. Ja, klar. Gut. Wir haben da übrigens was vor. Ach. Ja.
Ja, das machen wir öfter, dass wir uns halt irgendwie so treffen in der Videokonferenz oder sonst irgendwie und dann, also ich muss ja zugeben, ich habe das schon in der Schule gemacht mit einem Schulkollegen, der war eine Klasse drüber und wir haben dann, haben uns mittags in der Schule verabschiedet, sind nach Hause gefahren. Einer hat den Telefonhörer in die Hand genommen, hat den anderen angerufen und dann haben wir Selbstgespräche geführt und haben unsere Bastelprojekte angeflucht. sehr zum Leidwesen meiner Eltern, weil da hat das noch richtig Geld gekostet mit dem Telefonieren. Ich wollte gerade sagen, das ging nur, weil das Innerortsgespräch nicht teurer war als 20 Pfennig oder so. Doch. Ja, aber das war halt, es war gerade noch innerorts, also von einem Ort zum anderen, aber es war noch okay. Aber nichtsdestotrotz, wenn sich das über Stunden zieht, wird es halt irgendwann teuer. Ja. Okay, apropos über Stunden ziehen. Wir wollen nicht überziehen. Ich hatte vor allem dem Lars so gesagt, dass wir heute nicht so spät, so lange machen. Und deswegen würde ich auch gerne jetzt... ist schwierig, wenn ich dabei bin. Ach, nö. Also es ist mal schwierig, wenn ich nicht richtig hier moderiere. Das ist das Problem. Nicht die Gäste sind das Problem. Ah, okay. Ja, gut. Gut zu wissen. Dankeschön. Lars, ich habe eine Frage an dich. Können wir eventuell den Kalender überspringen oder sind da so wichtige Dinge drin, dass wir sagen, den brauchen wir unbedingt heute? Ich glaube, den können wir überspringen. Das ist ja so kurz. Das meiste gab es schon und hinten raus ist was Neues im Mai. Das kriegen wir also nächstes Mal problemlos mit rein. Okay. Dann schlage ich jetzt vor, wir überspringen einfach 2, 3 unserer Republiken. Nein, wie heißen die Dinger? Rubriken. Nämlich das Querbeet, den Blühkalender und die Setzlinge. Setzlinge haben wir sowieso nicht. Und kommen wir direkt zu den Blütenschätzen und fegen dann raus aus dem Garten. Was haltet ihr davon? Ja. Ach ja. Wusste nicht, dass du das als Frage formulierst. Nee, ich finde das total... Das hast du so wunderbar aufgelöst. Fakten schaffen. Die normative Kraft des Faktischen. So, was fragt er denn so blöd? Ich spiele die Musik und dann wissen wir, was los ist. Also, Blütenschätze. So, was ist uns in der letzten Zeit irgendwie untergekommen, wo wir denken, das könnte eine kleine Bemerkung wert sein? Also nicht im Sinne, auch im Sinne von Hörempfehlung, aber vor allen Dingen so, das ist mir begegnet, das fand ich irgendwie witzig, da habe ich gelacht, da habe ich drüber nachgedacht, gegrübelt. Oder was auch immer. Gibt's da irgendwas? Ich sehe von der Vera was. Vera, was ist dir passiert? Erzähl mal. Ich habe mir die Folge 596 von Esel und Teddy angehört. Und habe eigentlich, ich weiß nicht, wie lange die Folge ging, ununterbrochen nur gekichert oder war fast so verzweifelt wie... es ist einfach, ihr müsst euch das anhören. Es geht halt, es ist ein Quiz zum Film und täglich grüßt das Murmeltier. Und dieses Quiz ist ähnlich aufgebaut wie der Film. Und es werden auch ähnliche Emotionen durchgefühlt in diesem ganzen Quiz. Es ist einfach, bitte anhören. Es ist das Beste, was ich dieses Jahr gehört habe. Dass erst Februar ist. Genau das. Ich glaube, da kommt nichts Besseres mehr. Nee, es ist einfach toll gewesen. Und ich würde jetzt auch Ärger von meinen Geschwistern kriegen, wenn ich das nicht als Blütenschatz, also ich wurde mehrere Male von mehreren Geschwistern aufgefordert, das doch bitte als Blütenschatz. Grüße gehen raus. Hatte ich eh vor. Also es ist toll. Es ist sehr, sehr lustig. Bitte, mir ist so, als hätte ich das vor ein paar Tagen von irgendjemandem auch in einem Podcast erwähnt gehört. Also der Film, täglich grüßt das Murmeltier, der fängt ja immer wieder quasi von vorne an. Ja. Ist dieses Motiv aufgegriffen? Ja. Okay. Genau. Wo habe ich das denn gehört? Wer hat das denn erzählt? Also wirklich, es verschwimmt schon wieder alles in meinem Hirn. Na gut, okay, das kann ich aber gut verstehen, dass das ein Blütenschatz ist. Da würde sich nämlich nahtlos einer von meinen zwei beiden anschließen. Mhm. Und zwar Methodisch Inkorrekt hat das täglich grüßt das Murmeltier auch aufgenommen. Und zwar in zwei Intros, die sich auch noch parallel mit Impfen beschäftigt. Und es war wirklich ein Konglomerat von Ideen. Und da sie das in zwei aufeinanderfolgenden Episoden gemacht haben,
habe ich, wie viele andere Hörer, auch gedacht, als ich das, also die neue gehört habe, Mensch, das ist ja das Intro von der alten. Die haben sich bestimmt vertan. Die haben, und es war aber genau Absicht. Also, weil Murmeltier, es wiederholt sich und so weiter. Also, das war auf so vielen Ebenen gut durchdacht. Also, das war wirklich ein Schmunzler wert. Also, das fand ich großartig. Und wenn dann, wie war das? Da gibt es doch diese Aussage, heute ist Murmeltiertag, so dieses agitierende Gerede. Und so spricht dann der Nicolas Wörl auch, heute ist Impftag oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau was, ich habe es vergessen, aber es ist einfach schön. Also diese Intros, die beiden von der jetzigen und von der vorletzten Folge in Bezug auf Murmeltier, sehr schön und auch sehr schön gesprochen. Also die beiden können ja sogar Hörspiele machen, also die können ja alles irgendwie. Großartig. So, das war Vera und das war Martin Nummer 1. Ich sehe noch Claudia. Claudia hat auch was. Ach, das hast du vorhin schon gesagt, ne? Genau. Wolltest du nochmal erinnern? Genau, ich erinnere daran an diese wundervolle Doku, also Film The Social Dilemma oder das Dilemma mit den sozialen Medien. Gibt's wie gesagt, absurderweise auf Netflix, aber ist wirklich großartig, lohnt sich, sollte jeder und jede gesehen haben. Wunderbar, danke. Chat, ganz herzlichen Dank an Schiller, Hörer Nummer 1. Vielen, vielen Dank. Er löst gerade mein Hirnproblem. Der Jörn Schaar hat es in Jörn Schaar feinem Podcast erwähnt, diese Episode auch. Und da hat er auch sowas wie einen Blütenschatz draus gemacht. Das heißt bei ihm dann anders, aber er hat das jedenfalls sehr positiv erwähnt. Genau. Er sagte dann auch, es könnte möglicherweise nicht für jeden was sein, weil es vielleicht dann doch, ich habe diesen Vorbehalt auch gehört, richtig. Aber trotzdem, jetzt bin ich neugierig. Außerdem sagt ja jemand hier, ich muss das unbedingt hören. Ja, schauen wir mal. An den Toast dabei habe ich mich auch irgendwann rangewagt. Thesel und Eddie, Tesa und Film, bin ich noch nicht so weit gekommen. Okay. So, der liebe Gast, also Stefan, du hast, ja. Du hast anfangs gesagt, ja, den Blutschatz kenne ich. Ich habe mir was überlegt oder was ausgedacht. Genau, ich habe was mitgebracht, ja, und zwar zwei Podcasts. Der eine, ich kopiere das mal in den Chat rein. Barrierefreiheit mit Marco, mit dem Marco C., ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der macht im Moment eine ganze Serie, oder der Podcast dreht sich ja darum, um Barrierefreiheit, in dem, ja, ich sag mal, hauptsächlich jetzt für Blinde und Sehbehinderte, wo es dann eben um, ja, wieder Nerdkram geht, also sprich Anbindung von Braillezeilen, Einstellungen, irgendwelche Dinge, die man im Computer damit machen kann und was weiß ich. Und ich bin heute in der aktuellen Episode hängen geblieben und habe mein Telefon aufgeklappt und versucht nachzuvollziehen, was er da macht. Er war leider schneller in den Einstellungen unterwegs und hat darüber erzählt, als ich das nachvollziehen konnte, und ich konnte den Kram sehen. Also das ist schon unfassbar, wie schnell und wie gewandt er sich da drin. Ich habe also gedacht, so, ich fühlte mich an die Uni-Zeit zurückerinnert, wo der Prof mit diesem riesigen Lineal und dem Geodreieck und dem Zirkel an der Tafel schneller malen konnte, als ich im Heft. Das war schon so ein bisschen gruselig. Das ist, ja. Also das ist wirklich toll. Höre ich unheimlich gerne, und das sind jetzt, glaube ich, weiß nicht, ich habe den Link irgendwo verbaselt oder das Fenster irgendwie zugemacht, glaube ich. 4 oder 5 Episoden im Moment. Also wirklich spannend. So. Mhm. Ja, gut. Und das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist, dafür wird mir jetzt möglicherweise Paula ewig Gram sein. Die hat nämlich mit Sarah zusammen einen neuen Podcast. Das sind die Transgespräche. Und da habe ich jetzt die Nullnummer gehört, und die ist etwas chaotisch, aber sehr spannend. So. Ja, man wird sehen, was da so noch bei rauskommt. Da können sie dann in 2 Wochen drüber berichten, die beiden. Ja, das dann, genau, das ist eine gute Startposition sozusagen, darüber zu reden. Nee, ich fand es halt total, total schön zu hören. So. Fein, dankeschön. Ja. Also Transgespräche und Barrierefreiheit mit Marco, Pinecast,
Also die URLs wie immer dann in den Shownotes. Wunderbar. So, wer hat denn noch was? Lars, hast du auch irgendwie ein Blütenschatz? Ich bin heute ohne. Ui, du hast Mut. Wunderbar, guck mal. Mut für ohne. Ja genau, Mut zu keinem Blütenschatz. Sebastian, wie ist bei dir? Ich habe auch Mut. Ach ja, die mutigen Männer vom Sendegarten. Ich habe keinen Mut, ich habe sogar zwei, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und zwar musste ich, es ist das Allerschönste, wenn man einen Podcast hört und dann so passiert irgendwas und dann triggert das irgendwie so einen Lachnerv. Die Hörmupfel nennt das gerne Lachflash. Und hat ja auch irgendwann letztens mal gesagt, so hat es lange nicht mehr gegeben und dann gab es mal wieder eine Gelegenheit, hast du das so richtig schön ausgekostet. Und so ging mir das jetzt bei einem Podcast mit Holgi. Das ist die Vrindfolge 1329. Die Rubrik ist die Vrindheit, wo er ja mit der Alexandra Tobor über die Fragen, die ihn Hörer von vor 3 Jahren geschickt haben, irgendwie reden. Und ziemlich am Ende, das ist bei einer Minute, nee, eine Stunde 24 oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau warum, sie kommen auf jeden Fall auf Fliegen und Durchsagen im Flugzeug und wie aus dem Nichts, wie zu besten NSFW-Zeiten, parodiert Holgi einen Kapitän, der irgendwie eine Durchsage macht, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben jetzt unsere Flughöhe von so und so 4000 Metern erreicht knödelt sich da irgendwas ins Mikrofon und das war so ein Moment für mich, wo er komplett die Lachseite bei mir erreicht hat. Ich bin hier durch die Bude gelaufen und habe schallend vor mich hingelacht, weil das so aus dem Nichts kam und das ist einfach die Kunst von Holgi, aus dem Stand irgendetwas zu erfinden und das war so großartig, also das kann ich, also das ich wahrscheinlich, wenn man das aus dem Zusammenhang hört oder wenn man jetzt als Hörende sagt, oh, das will ich nachvollziehen und hört da rein, so, oh, das ist aber mäßig lustig, es kam für mich einfach so überraschend und aus dem Nichts und das hat er einfach so nahtlos, so übergangslos da reingebaut, das war ein toller Moment und den habe ich einfach genossen, den möchte ich euch erzählen, das ist mein Blütenschatz, der Holgi. Der kann einfach auch tolle Sachen machen. Ja, dann haben wir alle, ne? Oder habe ich einen vergessen? Hier klingelt's. Da kommt noch eine Nachricht. Nee. Die Redaktion meldet sich. Nee, alles. Ah ja. Da kommen Erinnerungen wieder auf, aber das ist, glaube ich, nichts für die. Genau. Dann schweigen wir darüber, dann breiten wir darüber den Mantel des Schweigens und breiten über den ganzen Sendegarten den Mantel des Schlafsand, genau. Schlafen klingt gut, ja. Ja. Bringen wir diesen schönen Sendegarten zu Ende. Schönes Gespräch über Funken, über Funkamateure, also die Liebe ist hinten. Ja. Ja, es endet in der Liebe. Also ein Funkamateur, Amare. Der Stefan war da als Gast. Der macht die Podcasts Nischenleben und Nerdgelaber. Mit den Inhalten, die er uns hier so schön erzählt hat. Demnächst wird es Claudia auf dieser Welle auch geben und der, der Fellow Nerd. Es scheint da irgendwie sich was anzubahnen. Schauen wir mal. Für die Menschen, die sich intensiver mit dem Thema Depression auseinandersetzen wollen oder müssen, hat Stefan auch etwas in Planung. Also die aktuelle Folge Nummer 7. Das ist die, über die wir gesprochen haben, aber er sagte ja auch, da gibt es in der Zukunft noch weitere Informationen dazu. Ist vielleicht auch ein Blick, ein Ohr wert. Ja, und ansonsten ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch auch am Anfang, was Claudia uns alles erzählt hat, inklusive ihrem Blütenschatz. Es war wieder eine schöne, runde Sache und ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr dabei gewesen seid. Da danke ich dem Sebastian zunächst mal. Dankeschön, Sebastian. Ja, so. Immer wieder gerne. Und ich danke dem Lars. Dankeschön, Lars. War wieder schön. Ich danke auch. Und der Vera. Danke, Vera. Ja, danke dir auch. Und, gerne. Wie sagt Sebastian immer? Immer gerne? Immer wieder gerne. So, Claudia, danke dir noch einmal, habe ich gerade schon mal gesagt, aber kann ja nicht oft genug Danke sagen. Ja, auch ganz lieben Dank euch allen für einen ganz, ganz schönen Abend.
Danke, dass du trotz der, ja, du hast ja so ein gepacktes Programm heute, dass du es trotzdem noch gemacht hast und die Frage vorbeigekommen bist, genau. Ja, das und war ganz der beste Teil des Tages. Ja, so, oh. Und ganz herzlichen Dank nochmal an Stefan, dass er den Mut gehabt hat, für diesen Aufruf, dann am Ende dann zu sagen, doch, ich komme. Also das braucht ein bisschen so den Tritt in den eigenen Popo und er hat es gemacht und ich finde es großartig. Dankeschön dafür. Ja, danke auch und das war gut, dass ich das gemacht habe. Also das war richtig, hat richtig Spaß gemacht. Was kann es Besseres geben? Das war toll. Dankeschön. Danke. Toll waren aber auch die Menschen im Chat, die hier mitgeschrieben haben, natürlich auch die Live-Hörenden, die wir nicht im Chat haben. Und auch toll, weil alle toll, ne, sind natürlich die Menschen, die den Podcast so genießen, wie er gedacht ist, nämlich in der Konserve. Vielen Dank dafür, dass ihr uns eure Ohren leiht für das, was wir hier zu erzählen haben. Und damit gehen wir die Nacht und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Oh, Sebastian spielt die Langversion. Können wir tanzen? Damit wir noch mal tanzen können. Sie spielen unser Lied. Ja.